So, wunderschönen guten Abend zusammen, herzlich willkommen. Was? Viel Spaß beim Moderieren, ja genau. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Also, fünfter Durchgang von 12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann wollen wir noch kurz nachzählen, dass wir dann elf. Ich hab's gewusst. Jetzt, ich hab wieder nicht nachgezählt. Also, 11 Rennen haben wir hier bei der Hoversim Racing Sprint Cup Format Series A. Also Serie A auf Deutsch, heute Abend am Start in Silverstone. Ihr habt es gesehen, ist vom Wetter her, ist nicht ganz so koscher. Ich glaube, es könnte die ganz, ganz blöde Mischbedingung geben. Paul, einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Vorhin war es noch trocken, lange, lange Zeit im Practice und jetzt eben gerade hat es angefangen zu regnen. Und auch gar nicht mal so wenig, also Pfützenbildung ist noch ein Momentum gewartet, aber der Grip ist auf jeden Fall weg. Ricky, vielen Dank für den Follow, wunderschönen Abend, Grüße. Der Cypress, Dominik, grüße dich. Schön, dass du da bist, Mann. Hoffe, dir geht's gut, natürlich. Und genau, Silverstone, 60 Minuten, das ist das, was uns heute Abend erwartet. Gleich mal kurz den Blick riskiert auf das Thema Ranking. Ranking ist wie folgt. Fahrerklasse Gold ist die Platin-Klasse. Fahrerklasse Gold in der Definition, also in der Akustik, ist die Silberwertung im Bereich des Rankings. Oder dadurch, dass es getrennt ist, Serie A, Serie B, ist es nicht weiter schlimm. Ich glaube, in RaceApp gibt es maximal nur Gold als solches. Alvin, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Dolly, guten Morgen. Breuer, willkommen zurück, Mann. Toni, herzlich willkommen. Das also das Thema im Bereich der Wertungssituation in der Goldklasse, aka der Platinwertung. Das sind die Fahrzeuge, dann dementsprechend die Teilnehmer mit den weißen Numberplates. Ist Max Florenz auf der 1 mit 92 Zählern. Zwei schmale Pünktchen hat er da nur Vorsprung vor. Robin Meyer auf der 2. Jan Drexler auf der 3 mit 84 Zählern. 75 Punkte für Moritz Bürzer auf P4. Janis Zeus auf der 5. Christopher Schmidt auf der 6. Und da seht ihr 51 Punkte. Also ungefähr die 50%-Marke im Bereich der Position 6 und 7 als solches. Philipp Thomas auf der 7, Gerd Binder auf 8, Benjamin King auf der... Achso, die sind punktgleich, genau. Gerd Binder und Benjamin King sind punktgleich mit 42 Zählern. Ricky Krebs auf der 10 mit 41 Punkten. In der vermeintlichen Goldkategorie der Fahrerschaft, Wertungsklasse Silber hier auf RaceApp, ist führend René Brey mit 78 Punkten. Das ist der Kollege der Ösi auf Twitch. Mike Bugler, unser Nightmare... Okay, vorhin auf der 2, 73 Zählerchen. Jeff Ewerts, der Luxemburger, auf der 3 mit 66 Punkten, also absolut Schlagdistanz noch zueinander. Die Kollegen am Start. Vladi H auf 4, Danny Anwand auf 4, punktgleich die beiden mit 57 Zählern. Alexander Rütz auf 6, Dominik Meyer auf 7, Tobias Martini auf der 8. Position, Remo Kipfer, bestplatzierter Schweizer in dieser Form mit 46 Punkten auf der 9. Peter Lindner auf der 10. So ist zumindest der Plan in dieser beiden Fahrerkategorien. Wie gesagt, Platin und Gold hier im Series A-Bereich. In der Serie B ist das dementsprechend dann Silver und Bronze. Ne, daher die Differenzierung, ja. Wie geht's dir? Ah, genau, Dominik fragt da den Albin, wie es ihm geht. Das passt, aktuell angeschlagen, da bin ich heute raus. Wie geht's dir? Wie angeschlagen? Albin, gute Besserung auf jeden Fall, ne? Ist das immer noch das Nachwehen vom Zurückkommen aus dem Urlaub, Albin? Oder ist das, habe ich da jetzt was durcheinander geworfen? Schauen wir mal. So, vielen, vielen Dank natürlich auch an die Partner und Sponsoren. Nicht an die Sponsoren, das gibt's nicht. Überall Bekra, Soapbox, Creek.8 und natürlich auch Moldenhauer, ne? Ganz wichtig. Welchen Reifendruck in Monza für den McLaren? Das kommt drauf an, was du fahren, also beziehungsweise was du für ein Wetter hast, ne? Also beziehungsweise fährst du den Slick oder den Regenreifen Dolly. Prinzipiell ist es so, GT3, GT4, whatever. Wenn es der GT3 ist, ist das vollkommen egal. Das ist überall identisch, egal welche Strecke. Du hast immer den Bereich 26,5 bzw. 26,0 bis 26,5 PSI im warmen Zustand und 26,5 bis 27,0 maximal. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was du lieber hast. Ja. Wenn etwas mehr Druck drin ist, dann hält der Reifen etwas länger, ist aber etwas schwammiger womöglich, ne, weil einfach die mehr oder weniger die Flanken schneller wegbrechen, mehr oder weniger.
Oder du sagst, du willst etwas mehr Grip haben, dann bewegst du dich im Bereich 26.0 bis 26.5. Hast aber dann in Anführungszeichen einen etwas höheren Reifenschleiß. Genau. Aber das ist so der Bereich 26.0 bis 27.0 Maximum. Und dann ist das okay. Das ist so ein bisschen bezogen auf dein Fahrstil, natürlich auch auf dein eigenes persönliches Empfinden. Ja, das ist der Bereich der GT3. Wobei du mit dem GT, du kannst mit GT4 eigentlich das gleiche fahren. 26.2 die Ecke fahre ich persönlich da immer ganz gerne in den Bereich. Ne? Was anders ist es auf dem Regenreifen. Da gibt es so die klassische Faustformel, dass du sagst 30 PSI warmer Zustand. Fertig. Okay, du hast flach gelegen am Wochenende, ja. Geht mir etwas besser, aber ich bin platt. Ja, das glaube ich dir. Ja gut, irgendwann holt sich der Körper natürlich auch sein Thema da zurück, ne? Machen wir uns nichts vor. Sehr schön. Also, kurz die zwei Stelle eingespielt, rauf auf den Server und dann Attacke. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Was gibt's bei mir? Ein Tool für Drücke. Mal gleich mal gucken. Das meinst du? Ja, ist das aktuell? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich nutze es schon seit Ewigkeit nicht mehr. Andi, grüße dich. Morgen. Devs, mein Lieber, grüße dich. Ich nutze es schon seit Ewigkeit nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das auf den aktuellen Reifendruck, ob das abgedatet ist. Läuft bei dir, Citro? Okay, alles klar. Ja, dann wäre es möglich. Dann kann man es mit Sicherheit verwenden, ja. Dann ginge das, ja. So. Dann lasst uns mal kurz einen Blick riskieren. Das passt ganz gut. Die Fahrer sind dann noch im Briefing unterwegs. Oh, jawohl. Kurz den Rennkalender nochmal eingeblendet. Da seht ihr das. 11 Wertungsrennen haben wir. 6 plus 5 sind bekanntlich 11 und nicht 12, wie es wieder mal fälschlicherweise geschrieben hatte. Und heute Abend auf Silverstone zu Gast. Heute ist der 14. März. Pünktlich am Stissel. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ihr seht, das Wetter ist nicht ganz so prickelig. Ich denke, dass da die ein oder anderen Piloten sich definitiv auf das feuchte Nass eingeschossen haben werden. Und wie es die Rennsituation dementsprechend uns dann gleich darbieten wird, müssen wir sehen, werden wir sehen und lassen uns dementsprechend einfach mal überraschen, was das bedeutet. Das war der Matthias Weggel himself, Ingo, der den Trailer gebaut hat. Ist auch naheliegend, weil der in dem Business-Bereich auch in Real Life im Job unterwegs ist, oder? Also, Max Florenz haben wir, erstes Fahrzeug, ersten Fahrer, den ich euch hier vorstellen darf und kann in dem Fall für Venari Racing, der Aston Martin Pilot am Start, Philipp Thoma
im McLaren für Madcap Racing, dann der Peter Lindner für CDS Digital Motorsport im Ferrari, Tobias Martini im Porsche, Entschuldigung, nicht im Porsche, das ist der letzte Saison gefahren, im Ferrari für Martini Web Design Racing, Alexander Rütz für DoD Racing im Lambo, Bobby Paceman over im McLaren, dann der Manuel Kwiatkowski für Slow Motion Racing im Aston Martin, Julian Krubica, DoD Racing im Lambo, Jeff Everts, der Holländer, Entschuldigung, der Luxemburger, im Hovesim Racing 2, Auto BMW M4, Remo Kipfer, Panther GT Racing, der Schweizer im Fefe am Start, Jan Drexler im Skidmark Racing BMW M4, Bastian Holter, DB3 Motorsport, Audi R8, Danny Anwand, Panther GT Racing im Fefe, Dominik Meyer, Purple Sector Racing bei GSE, Grüße gehen raus an den Volker explizit, natürlich auch an die komplette Truppe rund um die GSE, BMW M4 bei Dominik Meyer, Matthias Wengel, Hovesim Racing im Porsche, Robin Meyer, Madcap Racing im McLaren, Christopher Schmitz, Venari Racing M4, Alexander Grother im Honda NSX für die Truppe Wippermann Racing, jawohl, Sandro Conradi für Wippermann Racing im Porsche, sehr schön, also der Sandro heute die Unterstützung für den Teammate, fahrzeugübergreifend, herstellerübergreifend, Wippermann Racing. Janis Zeus, der Grieche für Entropy Racing im McLaren. Michi Hirschi für Entropy Racing 2 im McLaren. Sebastian Brocke, Entropy Racing McLaren. Patrick Schröter, Hovesim Racing Ferrari. Gerd Binder, B&B Racing ebenfalls im Fefe am Start. Der Detlef Kipf hat den Porsche für Hovesim Racing. Gleiches Thema, wie es der Matthias auch macht. Genau, Matthias ist jetzt auch im Chat vertreten. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, mein lieber Doc D. Mike Pugler für Venari Racing im Pfeffer, Moritz Birzer, Projektivseetaucher, McLaren. Ja, und wie gesagt, Moritz wird da in etwas mehr wie einer Woche dann hier bei mir live persönlich mal aufschlagen. Mit der Vicky zusammen, freue ich mich schon drauf. Wird sehr, 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 sehr nice, mit Sicherheit. Pierre Meyer, DB3 Motorsport, Audi 8, Benjamin King, der Motul BMW M4 ist das. Markus Blumendraht, Skidmark Racing im McLaren. Ricky Krebs für APM Triebwerk im Pfeffer, René Brey, CDS Digital Motorsport im Porsche am Start, Ingo Schmidt im Mercedes AMG, Klaus Jäckel haben wir noch im Gepäck für Soapbox Racing. Wo sind denn die ganzen Soapbox Racing Fahrer, Matthias? Klaus Jäckel ist der erste Fahrer für Soapbox Racing, den ich heute Abend sehe. Und Ramon Wagner für Television im Ferrari. Jetzt wird er mal richtig angezeigt, jawohl. Sehr schön. Haben wir beim letzten Mal noch das Thema gehabt, dass der Kollege mehr oder weniger einen klassischen Nickname hatte, wenn man so möchte. Und der in der Darstellung nicht als Ramon Wagner angezeigt worden ist. SF Sim Racing, wunderschönen guten Abend, Grüße. Fünfter Durchgang von 11 heute Abend. Der Hovesim Racing auf Silverstone, Suicide Squad, grüß dich morgen. Ja, noch geht's, es ist auf jeden Fall nass, definitiv, da bin ich bei dir. Aber richtig schwimmen? Schauen wir mal, was im Rennen gleich passiert. Oh, da gibt es ein paar, Toni. Da gibt es ein paar, also diese Newcomer-Fahrzeuge. Hier im Bild beispielsweise der Aston Martin ist ganz nice. Der McLaren, der 720S, wie man auch zuhauf hier gesehen haben, ist ganz nice. Du kannst den BMW M4 fahren, der ist auch sehr human. Also da hat man schon Möglichkeiten. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf den Audi gehen gleich. Der ist doch relativ zickig, wie man so schön sagt. Wird jetzt auch nicht unbedingt auf den Porsche, im Porsche direkt mit einsteigen. Der kann auch sehr, 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 sehr heftig werden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber an sich hat man da schon eine kleine Auswahl. Oder sind die Soapbox Racing Fahrer eventuell mehr in der Serie B am Start? Das kann natürlich auch sein. Hey, Seftel! Guten Morgen! Wunderschönen guten Abend. Die 78 wird angefeuert. Immer nehmen wir direkt mal ins Bild hier, den Dominik Meyer. Seftel, wie geht's dir, Mensch? Schön, dass du da bist. Ja, genau, Toni. Das ist das, was ich meine. Der Audi 8, der kann sehr, 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 sehr heftig werden. Anton fährt sich am Anfang recht gut. Dann kam zum Glück die Korrektur von SF. Essen. Ja, muss SF. Die Woche noch, nächste Woche noch und dann habe ich
Aller Voraussicht nach, wenn sich bis dazu nichts ändern sollte, wovon ich jetzt im ersten Mal nicht ausgehe, habe ich eine Woche Urlaub Richtung Ostern. Ja, ohne Kohle! Ey, guten Morgen, mein Lieber, grüße dich. Soapbox viel in der B. Okay, okay, alles klar. Das erklärt. Danke, Matthias, für die Info. Auch dahingehend natürlich dann. Brain funktioniert noch so ein bisschen. Nee, Welten. Welten der ohne Kohle. Da liegen Welten dazwischen. Das ist richtig, ja. Juda, mach's gut, mein Lieber. Schönen Abend gewünscht. Komm noch gut zu liegen. Bleib mir munter. Maximal noch 5 Minuten für die Teilnehmer im freien Training. Dann geht's in die Quali rein. Aber schaut euch mal bitte oben links die Zeit an da von Max Florenz. Das war natürlich im Trockenen, das ist klar. 57,652. Das ist schon mal eine richtige Kampfansage. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal überraschen lassen, wie dann dementsprechend der Quali-Bereich aussieht. Mal kurz zweimal hingucken. Nehmen wir das auf. Pass. Ja, das werden wir sehen, Paul. Das werden wir sehen. Da müssen wir abwarten. Das könnte ich dir vielleicht dann voraussagen, wenn ich irgendwie vielleicht Sandalen anhätte oder so. Nee, Spaß beiseite, weiß ich nicht. Wie gesagt, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, es gibt eine Wechselhaftigkeit etc. Also ganz tief entspannt. Ja, nee. Ja, du kannst, natürlich kannst du Regen einstellen. Ne? Das kommt so ein bisschen drauf an, was du einstellst. Wie hoch ist die Wolkendichte? Wie hoch ist die Wechselwahrscheinlichkeit? Also dieser sogenannte Randomness-Faktor. Ne? Wie hoch? Du kannst den Regen selber beeinflussen. Ne? Also ich sage jetzt mal die Skala von 0 bis 100% als solches. Ne? All das in Summe ergibt dann einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeitsberechnung bezogen auf wie lange oder wie sehr wird es trocken sein können, wie sehr wird es feucht sein können, wie sehr wird es richtig regnen können. Ne? Und das geht bis hin zu dem sogenannten White und dem Yellow Thunderstorm. Also das sind wirklich Gewitter. Man hört es dann auch im Hintergrund donnern, ja, wenn womöglich mal der Motor einen nicht allzu sehr anplärrt. Bis hin zu absolut überfluteter Strecke, was in dem richtigen Motorsport natürlich einen direkten Instant-Rennabbruch bedeuten würde. Ich glaube, die meisten sind da auch gar nicht mehr rausgefahren, jetzt nennenswert großartig, wobei jetzt findet gleich der Sessionwechsel statt. Deswegen, da wird sich jetzt relativ zeitnah zurückgeportet, beziehungsweise zurückgefahren in die Box. Jawohl.
Aber stellenweise, egal wie schwer oder beziehungsweise tricky die Fahrzeuge vom Handling sind, das Wichtigste ist, dass man Spaß hat mit dem Stuhl. Aves, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Sehr schön. Das hat er aber schön geschrieben, der Patrick, oder? Vorsicht, wir werden gleich wechseln. Wie gesagt, Paul, ich habe da vor einiger Zeit auch schon mal kurz drüber philosophiert. Ich bin da so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich lasse mich überraschen. Also, ja, ich würde mich freuen, ne? Da seht ihr zum Beispiel die nächsten 10 Minuten... Wird es bewölkt bleiben innerhalb der nächsten 30 Minuten, soll es ganz leicht anfangen zu regnen. Na, deswegen, die Strecke ist auch deswegen oder daher nur auf schnell. 20 Minuten Qualifying, heißt also, dem Regen werden wir innerhalb der Qualifikationszeit definitiv nicht begegnen werden. Trotzdem ist 100% Performance im klassischen Sinne nicht abrufbar. Olli, guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend. Ich wechsle auf den Stream. Na, Olli, wie geht's dir? Ja, letztens war ich hier oben in der Gegend gewesen, mal wieder in der alten Heimat. Ich hätte gefühlt ganz viele Menschen anrufen müssen und beziehungsweise, und Katastrophe, sag ich. Also, Quali-Start. Warte mal, ich baue gerade mal um hier. Im Training wie immer, glaube ich dir, Olli, glaube ich dir. Ja, man muss da auch am Ball bleiben. Ne? Also ich merke es immer wieder selber an mir, wenn ich dann dementsprechend in den Koffer rein muss oder rein möchte, weil ich dann hier vielleicht fahren will etc., dann, das ist so die ersten, also nicht mal mehr die ersten 1, 2, 3 Runden oder so, sondern gefühlt die erste eine Stunde, vielleicht zwei. Das ist immer voll die Quälerei irgendwie. Aber müssen wir durch. Ja, gehypt werden viele sein, natürlich. Aber wie gesagt, es werden sich auch einige so ein bisschen bedeckt halten, weil sie sagen, naja, mal gucken, wie es denn im Endeffekt umgesetzt wird, ja. Also, ob jetzt potenziell April-Scherz, ja, nein, vielleicht. Auf der einen Seite, eigentlich können sie es sich nicht erlauben. Auf der anderen Seite ist dann natürlich der 1. April, das ist ein Feiertag. Allerdings hier in Deutschland, also das ist ja nicht international ein Feiertag womöglich, ja. Du musst natürlich auch gucken, dass du Absatzzahlen generierst. Ne? Insofern kann das eigentlich nicht sein, dass die dann im Grunde sagen, naja, wir machen einfach mal so ein bisschen Vorab-Promo und das 2-3 Tage vorher, oder? Hey Chris, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Einfach überraschen lassen. Mal abwarten, wenn es dann wirklich da ist. Ich freue mich, ja, keine Frage. Und dann geht's in die detaillierte Findung, wie denn dementsprechend umgesetzt ist. Okay. Klingt noch eine Planung, Uli. Ah, der Renny Brei mitunter da relativ weit vorne. Moritz Birzer ist ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, Moritz Birzer macht den Anfang mit der ersten Hot Lap. Ist gleich jetzt schon Start und Ziel.
Weckel hat angefangen. Matthias Weckel hat angefangen. Jetzt aber die Powerzeit terminiert durch Moritz Birzer. 57,927. Weckel, der Matthias auf 2, 58,447 gefahren. Robin Meyer P3, 58,490. Jetzt P4. Jannis Zeus war schneller. Jetzt ist Philipp Thoma schneller. Das heißt, Wechsel um P2 instant. Dreimal passiert. Philipp Thoma 57,962 gehämmert. Zeus ist gefahren 58,170. Jeff Ewert somit P6, 58,520 gefahren. Benjamin King auf P7, 58,625. Sebastian Brocke auf der 8, 58,747. Peter Lindner direkt dahinter, 58,775 konnte er umsetzen bis dato. Julian Krupika, neuer Siebtplatzierter im DOD Lambo, 58,575. So wie es passt, Breuer, so wie es passt. Klaus Jäkel 11, Gerd Binder 12, Remo Kipfer 13, Sandro Conradi 14, Markus Blumentrat auf 15, jetzt auf P16. Verbesserung für Christopher Schmidt in die Top 10 auf die 9,58,705 für Christopher Schmidt. Kann man machen. Michi Hirtschi P18. P19 jetzt. Das Verbesserung für Dominik Meyer auf die 13, 58,817 konnte er setzen. Sehr schön, Pierre Meyer, neuer Fünfter, 58,225. Alexander Grote im Honda, die 17, 58,955. Also du musst unter 2 Minuten fahren hier bei Hovesim Racing, du musst einfach. 59,7, die letzte 1 Minuten Markenzeit, gefahren von Manuel Kwiatkowski auf P26. Fabelzeit, ey. 57,397, Birzer liegt nach. Moritz hat Bock. Und jetzt kommt Zeus über die Linie. Der hat noch mehr Bock. Jannis Zeus, 57,382. Freunde, das sind 13. 13 läppsche Tausendstel, die der Grieche dem Moritz da eingeschwenkt. Quatsch, dem Philipp Thoma eingeschwenkt hat. Thoma ist neuer Zweiter. 2000stel war Philipp Thoma schneller wie Moritz Birzer. Freunde, wir sind in Silverstone, oder? Rundenzeiten knapp 2 Minuten und die smashen sich die 1000stel im Solo-Format um die Ohren. Auch hier Matthias Weckel, 3000stel schneller gewesen wie die Zeit des Pierre Meyer für den Moment. 15000stel zwischen P7 und P8, zwischen King und Brocke. 2000stel zwischen 11 und 12, Krebs und Conradi, jetzt 12 und 13. Verbesserung für Remo Kipfer. Es geht nach vorne auf die 6 für den Schweizer. 58,207. Bäh. Schmidt legt nach. Christopher. 58,182. Neuer Sechster. Ewerts. Auf die 12 durchgerutscht. Auch hier ganz enge Kiste. Dominik Meyer 20. 58,745 zu 58,762. René Brey. 13.000stel hinter Peter Lindner. Wie eng möchten Sie? Jawohl, lass uns nicht drüber reden. Wir machen einfach 40.000stel Delta 23 P24 zwischen den beiden. Detlef Kipp zu Gerd Binder gesehen. Auch 40.000stel zwischen Alexander Grote und Michi Hirtschi. 8.000stel Delta Markus Blumentrat, Mike Bugler. Oh Mike, was ist da los? Mike! Der Auto ist putt. Der kann schneller. Und es legt Moritz Birzer nach. 57,327 jetzt. Offener Schlagabtausch. Und es wird noch schlimmer. Wollen wir wetten? Jan Drexler haben wir auch noch auf dem Schirm. Ja, Thoma legt nach. Philipp Thoma, 57,270. Wir gehen steil in Richtung der 1 Minute 57,0. 56,9. Glaube ich, wird schwierig. P10, also die Top 10, Ingo. Oder beziehungsweise die Top 9 ist keine Sekunde auseinander. Jetzt haben wir die Top 10. Gigi etwas verbessert, 58,095. Meckes Mofi, vielen Dank für den Follow, Bonus, schönen guten Abend.
Frag ich Dingo. Was ist das? Huch. Achso, wir haben ja 57270. Guck mal, dann gehen wir jetzt sogar auf die Top 16 raus. Gedanklich. Zehntausendstel schneller gewesen, der Peter Lindner wie Michirci. Ganz großes Kino hier. Ganz großes Kino. Pierre Meyer kommt nochmal raus auf die Strecke. Mal kurz nochmal einen neuen Radsatz organisieren. Das ist kein Thema, das sind 10 Minuten Quali noch Rest. Also Möglichkeit, da die 2-3 Hotlaps noch zu setzen, umzusetzen, zu fahren. Ah, da sind die gelben Flaggen draußen für Bastian Holter. Abflug nach den Esses, erster Sektor. Hier in Silverstone ist das. Roman Wagner, 58.997. Ja, da hat er Platz gemacht, der Moritz Birzer, Alexander Rütz. Der ist aber auf Abwegen, der ist auf Track unterwegs, der Alexander Rütz. Lieber im Quali wie im Rennen, ganz klar. Robin Meyer, Fünfter. 57.557 für Meyer. Ja, wobei, da muss ich den Namen dazu sagen, sonst laufen wir Gefahr zu verwechseln mit dem Pierre Meyer. Xenia, wunderschönen guten Abend, grüße ich. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich Xenia sage, ne? Weil eigentlich steht da ja Eniak und vorne X, hinten X. Wie geht's euch? Seid ihr munter? Heiko, den Rennabend gestern einigermaßen glimpflich überstanden, Fragezeichen. Auf geht's, Detlef, komm, Detlef geht nur auf der 30, Mann. Auf der anderen Seite, die sind natürlich auch urstark unterwegs, ne? Okay. Ja, der darf sich halt jetzt nicht selber verrückt machen, ne? Neue Polezeit. Robin Meyer 57.162. Ich hab's fast geahnt. Auch Philipp Thoma ist wieder vorbei. Gedanklich an Moritz Birzer. Oh, der Moritz, der muss sich richtig lang machen, wenn der da einen reißen möchte. Zumindest in der Quali-Session. Knapp 7 Minuten haben wir noch. Hey Stecker, wunderschönen guten Abend. Ja, das ist richtig. Im Rennen werden die Punkte verdient, das ist korrekt. Christopher Schmidt, P7.
57,1. Also es fehlt, im Grunde fehlt nur anderthalb Zehntel auf die magische 57,0 und oder eventuell etwas schneller. Jan Drexler, neuer Dritter. 57,297 für Drexler. Sehr geil. Auch er vorbei an Moritz Pirzer. Oh, der wird kotzen. Der wird im Strahl kotzen, gedanklich unterm Helm. Fühl ich, Mann. Fühl ich, Diggi. Fühl ich. Matthias Weckel, 58,222. Also das Triple nach dem Komma hat er stehen. P20 für Matthias Weckel. Justamente. Hammer voll King! Einen wunderschönen guten Abend. Wie nennst du das? Erster am Arschtag. Hä? Wieso Erster? Kwiatkowski! Über die Linie, neuer Siebter kurz gewesen. Dann gab es die Verbesserung für Pierre Meyer nach vorne auf die 4. Jetzt auf P5 Max Florenz. Oh Mann, Max, warum hast du dir so viel Zeit gelassen, mein Bub? Max Florenz, neuer Zweiter. 57,085. Robin Meyer 57,082. Also 3000stel Delta zwischen P1 und P2. Justamente. Drexler 3, Philipp Thoma 4, Pierre Meyer 5, Moritz Birzer 6, Janis Zeu 7, Julian Krubica auf der 8, Manuel Kwiatkowski auf 9, Christopher Schmidt auf der 10. Top 10 im Schnelldurchgang. 4 Minuten knapp haben wir noch zu gehen in der Quali-Session. Mitch, mein Lieber, wunderschönen guten Abend. Ach so, dieses I ist ein H. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Ey Jungs, ist doch nicht wahr, oder? Pizza! Über die Linie mit 57,072. Zehntausendstel schneller gewesen wie Robin Meyer. Meyer ist in der Box. Meyer ist in der Box. Wenn der jetzt nicht durchlädt, kann der keine Hotlap mehr setzen. Oder fahren. Ach so, ja, das kann sein, ja, das kann sein. Ja, ansonsten machst du da einfach irgendwo einen Punkt dazwischen, oder? Das ging jetzt nun auch. Hammer voll, wie geht's dir? Ah, Jeff. Auf die 13 jetzt abgerutscht. Danny Anwand, 57,755 für den Fefe-Piloten. P12, Kipfer legt nach, Remo 57,520. Nee, Max! Ey, das ist doch jetzt eine Fabelzeit, oder? Freunde, 56,795. Nee, nicht 56,9. Nee, 56,7. Und zwar aus dem gefühlt lockeren Handgelenk raus, würde ich mal behaupten. Max Florenz setzt die Fabelzeit, mit der ich jetzt nicht gerechnet hätte, ehrlich nicht. Sehr, sehr geiles Ding. Max Florenz, also Paul Zetter. Pierre Meyer, gelbe Flaggen, das Thema ist durch. Diese Runde ist ungültig. Eine weitere wird er zeitlich nicht schaffen. Ja doch, wenn er Full Send fährt. Bis zum Ende jetzt. Moritz Pirzer auch eher gelbe Flaggen. Ja, der hätte ganz gerne noch mal ein bisschen Platz nach vorne. Ja, der macht noch mal einen Try. Christopher Schmidt. P12, 57,632. Das ist eng. Die erste 1,58 geht bei P20, bei Sebastian Brocke los. Ja, vor allen Dingen, es versteht keiner, inklusive meiner einer Tuni, wie der das macht. Wie der diesen Aston Martin so unglaublich
unglaublich schnell, aber auch fahrbar hinbekommt. Er ist schon wieder Purple am Ende. Max ist gut jetzt. Hör auf. Langt. 40 Sekunden noch. Klar, wer auf einer Hotlap ist, darf diese selbstverfreilich zu Ende fahren. Aber es kann dann dementsprechend nach Ablauf der Zeit keine neue Hotlap begonnen werden. Hey, Dankzeit, moin, grüß dich. Ja, das ist, ich würde mal vorsichtig behaupten, ohne Training keine Chance. Also ohne Training machst du hier bei der Hobesim Racing gefühlt keinen Stich. Langsamste Quali-Zeit, Freunde, 1:59.145. Und das ist Ingo Schmidt. Ja, der kann auch fahren. Macht das, Toni. Und ich glaube, man kennt es am eigenen Leib, ne? So diese klassische 2-Minuten-Marke, das ist so diese Schallmauer, die Schallgrenze auf Silverstone. Wenn die dann ein paar Mal durchbrochen ist, womöglich, dann hat es im Endeffekt auch Klick gemacht und dann wirst du auch sukzessive schneller. Jawohl, Christopher Schmidt kann nochmal etwas nachlegen, 57,315, das wäre P7 abgewunken, Drexler ist auch abgewunken, Birzer ist abgewunken, Florenz abgewunken, Wunken, Jonas Zeus... Oh, der hat eine Zehntel im Delta. Das gibt 56,955 für Yannis Zeus, aber keine Positionsverbesserung. Das ist P2 für den Griechen mit 56,955. Trotzdem danke an Yannis für die Präsenz, dass auch er in der Lage ist, unter 1 Minute 57 zu fahren. Die 2 Minuten Darkside. Ja, natürlich, bei mir auch, ganz klar. Also ich, nein, stopp. Ich bin, ich glaube, meine persönliche PB, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ein einziges Mal eine 58,6. Aber das war ein absolut Lucky Punch. Ansonsten 59, ja, das kriege ich hin, aber ich war noch nie schneller. Noch nie. Schönes Ding. Robin Meyer auf die 3, 57,005. Auch er jetzt abgewunken. Ja, Krubica kommt rein, der ist auch abgewunken. Remo Kipfer, der ist schon drin. Okay, dann wird sich dahingehend nicht mehr allzu viel tun. Eventuell Alexander Rütz. Nein. Keine Positionsverbesserung. Upsa. Nicole, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ja, das war ja noch vor Update 1.9, ne? Darkside. Wie hast du schön damals, war alles anders. Das ist korrekt, ja. Alexander Grote, der einzige Honda NSX. P21 mit 57,830. Also ich sage euch eins, wenn die es schaffen, die Quali-Pace auch nur im Ansatz gedanklich in das Rennen mit zu übernehmen, dann wären das 60 Minuten Hardcore. Nicht nur für uns, aber auch für die Fahrer, definitiv. 35 Teilnehmer, das ist ordentlich. Schauen wir mal, dass wir noch schnell ein Kännchen rauskriegen, ein frisches vor dem Race-Start im besten Falle. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken auf das Thema Wetter. Also die nächsten 30 Minuten bleibt es lediglich bewölkt, das heißt wir haben kein Regen zu erwarten. Kann sich natürlich aber dementsprechend innerhalb der nächsten 30 Minuten auch dann relativ zeitnah ändern. Ey, The Rambo, guten Morgen! Wunderschönen guten Abend, Mensch, wie geht's dir? Steht das da, bist man. So, das bauen wir ganz kurz um wieder. Car Number. Attacke, jawohl.
Starting Grid. Ein Mandatory Pitstop haben wir. Boxenstopp-Fenster sind es, glaube ich, 20 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Und dann gehen wir ganz schnell durch das Starting Grid. Ubla. Bis dato ist die Kaffeemaschine auch voll, oder? Fertig. In der Form. Also, Max Florenz Polsetter von links aus der Perspektive bei uns. Jannis Zeus von 2. Robin Meyer von der 3. P4 für Moritz Birzer. Auf der 5 steht Philipp Thoma. P6 für Jan Drexler. P7 für Jeff Ewarts. Auf der 8. Position dann daneben stehend Christopher Schmidt. Pierre Meyer für die 9. P10 für Tobias Martini. Da sagst du was, Rembo, da sagst du was. P11 für Sebastian Brocke, P12 Julian Krupika, der Österreicher, dann dahinter P13 Manuel Kwiatkowski, im ersten Martin mit der 105 als Startnummer, Remo Kipfer daneben flankiert das Ganze an P14, Danny Anwand für P15, P16 für Matthias Weckel, auf der 17 Benjamin King, der Briter, zumindest fährt er unter britischer Flagge, Peter Lindner P18, P19 für Bastian Holter, auf der 20 daneben der nächste Österreicher René Brey, auf der 21 Honda NSX Pilot Alexander Grote, P22 daneben flankiert von Detlef Kep die Situation. J.K. Meister, vielen Dank für den Follow, wunderschönen Abend. Alexander Rütz für die 23, Ricky Krebs für P24, P25 Michi Hirschi. Auf der 26 steht Sandro Conradi, P27 für Ramon Wagner, P28 Dominik Meyer, P29 Mike Bugler. P30 daneben Patrick Schröter, 31. Position Gerd Binder, P32 für Bobby Paceman, 778er McLaren, P33 Markus Blumendraht, P34 Klaus Jäkel und der Ingo Schmidt für Startposition Nummer 35. Schönes Ding. So, 60 Minuten die Renndistanz. Nicht wundern, ich habe gerade P21 im Fokus. Daher ist vorne die erste Startreihe so ein bisschen unscharf. Normal, die Grafikeinstellung in der Form, die ihr dann ACC vornehmen könnt, wenn ihr wollen würdet. So, ich werde ganz kurz die Kaffeemaschine nochmal überreden, dass ihr da jetzt auch mal was rauslässt und dann können wir starten, oder? Nicole, ihr seid munter soweit? Da wird Jeff angefeuert. P7, Chris, hat er. Alex, ey, guten Morgen. Wunderschönen guten Abend, Mensch. Sehr schön. So lobe ich mir das, Nicole. Weitermachen. Jawohl. Feld setzt sich da in Bewegung. Daumen gedrückt, dass da keiner aus der Box rausstarten muss, im besten Falle. Oder im blödesten Falle, sagen wir es mal so. Ist ja auch relativ schnell passiert, ne? Alex, wie geht's dir? Lange, lange, Rambo, hast recht, definitiv. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man halt einfach nicht in Vergessenheit gerät, oder? Guck mal, Krolli! Ey! Der Nächste! Wunderschönen guten Abend! Krolli, wie geht's dir, Mann? Ey, Alex, freut mich. Sehr schön. So muss das. Alles andere hätte ich auch nicht lesen wollen im ersten Moment, oder? Wunderbärchen, Mann.
Muss auch mal wieder vorbeischauen. Ja, lieb gerne. Danke dafür. Ah, bist du noch aktiv, Krolli, ja, ne? Schön locker ein bisschen am Racen und so. Sitzt jetzt am Wochenende wieder im Auto. Axel, wunderschönen guten Abend. Alles gut. Pünktlich zum Start, jawohl, pünktlich zum Start, das ist korrekt, das ist korrekt. Noch Silverstone. Mein allererstes 24er, wo ich selber gefahren bin. Mit dem Schweizer zusammen. Weil es bei den anderen zweien nicht geklappt hat. Dankeschön, Rabo, dankeschön. Aber mal so eine Side-Frage, Rambo, diese 4048-88, das ist jetzt nicht deine Telefonnummer, oder? Egal, was du sagst, tu es nicht. Was meinst du, nur noch heute arbeiten? Delivery bauen, anfangen zu trainieren, okay. Für was trainierst du, Axel, wenn? Yo, Madcap, Thomas? Jo, kriegen wir hin. Tolles Bild, tolles Bild. Unglaublich farbenfroh, das gesamte Feld. Erneut hier, am heutigen Abend bei der Hofesim Racing. iRacing oder ACC, Axel? ACC wahrscheinlich, oder? So, Freunde, Achtung, Rennstart. Go. Lass mich doch auf die andere Kamera. Ich hab's verkackt. Jetzt hab ich's verkackt. Da gab's schon den ersten Bump. Den ersten Hit, habt ihr gesehen, ne? Auf P2, das ist Jannis Zeus. Der lässt mich nicht raus. Jannis Zeus gewesen, der Entropy Racing Fahrer. An der 2 gelegen. Komplette Software hängt gerade. Ich habe Delay von 3-4 Sekunden, Freunde. Es tut mir leid. Die komplette Software hat sich gerade so ein bisschen... Also, ganz massive Lackaustauschsituation hat es gegeben. Das erklärt die Ausrufezeichen links im Tower. Ihr seht es, Frontschaden bei Alexander Rütz. Das ist eines der DoD-Racing-Fahrzeuge. Ramon Wagner, P35 zurückgefallen. Alexander Rütz hat auch ein kleines Techtelmechtel gehabt. Kammspuren auf der rechten Seite zu sehen. Hinterachse, Heckpartie, auch da deutliche Kampfspuren, Kampfblessuren mehr oder weniger am Start zu sehen. Auch bei Mike Bugler die Hinterachse, die Heckpartie. Oh, meine Fresse, da fehlt ordentlich Lack. Ja, die 33 der DoD Lambo fährt da ganz weit auf die Seite, will da überhaupt nicht mehr involviert werden gefühlt. Vorne an der Spitze, weggepfeilt. Ich will ganz kurz gucken, wo ist Jannis Zeus? Alter, der ist auf 34 zurückgefallen. Das ist doch nicht wahr. Gerd Binder vorbei für den Moment an René Brey. Auch hier Frontschaden bei Binder am Auto. Wie macht die Motorhaube? Genau. Fritt im Winter. René Brey auch eher zurückgefallen bis auf 30. Position. Schaut euch an, das vermeintliche Kofferraumformat in der Frontsektion des Porsche ist unglaublich weit geöffnet. Spaltmaße, das kannst du 40 Tonner quer drin parken, ist kein Problem. Dann kriegst du Deckel immer noch zugefühlt. Ganz ekelhafter Frontschaden, also bei René Brey jetzt am Porsche, der wird Topspeed haben von minus 12, wenn es reicht. Wird also dementsprechend am Ende dieser Runde reinfahren
und den Schaden reparieren lassen. Auch wenn es überhaupt nicht schmeckt, 20 Minuten Pit Window öffnet also um die mittlere Sektion. Das heißt, bei 40 Minuten, ergo in 18 Minuten, öffnet erst die Boxengasse und bleibt dann offen bis restlich verbleibender 20 Minuten Zeit. Wechsel um P13. Bastian Holter ist vorbei an Peter Lindner. Der Audi vorbei am Ferrari. Max Florenz da vorne versucht wegzueilen. Aktuell gelingt es ihm noch nicht. Das ist klar. Startsektion, Startphase für so ein Race ist das selber, ne? Da werden sie immer ordentlich hinterherpinnen. Christopher Schmidt P6 unglaublich dicht verfolgt von Philipp Thoma. Der hat auch Position verloren aus dem Starting Grid gesehen. Und zwar Philipp Thoma, Position Gains, 2 verloren, also von der 3, von 5 aus gestartet, auf der 7 jetzt gelistet und gewertet. Wird mit Sicherheit dann auch relativ zeitnah versucht werden zu ändern. Pierre Meyer auf 9, auch er muss so ein bisschen aufpassen, dass Manuel Kwiatkowski, aber auch Danny Anwand hinter ihm noch nicht irgendwie Malatok zum Angriffsversuch blasen. Matthias Weckel P20. Beide vorbei, aber auch Ricky Krebs an Markus Blumenrad. Bobby Paceman den richtig fetten D-Zug hinter sich. Und es sind 4 Fahrer in der Box. René Brey, Jannes Zeus, Alexander Rötz und Ramon Wagner. Keine Strafmaßabsitzungen, die ich euch vermelden darf. Zum Glück. Mike Bugler fällt zurück auf P27, muss passieren lassen Tobias Martini und den Kollegen Julian Krubicke. Patrick Schröter in Problemen und da macht er uns den Spinaler, der Patrick. Ah, da gab es den Bump, den Treffer auf die Heckpartie des Pfeffer vom Werkskontrahenten von Gerd Binder. Ja, der Markus ist auch unterwegs, Krolli, das ist richtig. Moritz Pirzer. 3 Zehntel, ihr seht, 3 Zehntelchen im Verfolgermodus hinter P1, hinter Max Florenz. Und ich sage euch, Philipp Thoma studiert vor ihm fahrenden Christopher Schmidt. Benjamin King auf der 12, vor Bastian Holter, hinter Danny Anwand. Lasst mir da vorne bitte jetzt nicht den Manuel Kwiatkowski entfliehen, oder? Ingo Schmidt auf 19, der hat richtig Position gemacht. Freunde, der ist von P35 gestartet, der ist mittlerweile auf der 19 am Racen, der Ingo Schmidt. Klar, natürlich auch klar, Profiteur der Situationen der 4 Fahrer, die in die Box reingefahren sind, aber trotzdem. Klaus Jäckel, auch er von der 34 aus kommend, jetzt auf der 23 gelistet, vorbei an Bobby Paceman. Puh, das war knapp aus Sicht des Julian Krubicka. Ein Glück ist der Lambo, die Frontpartie nicht ganz so extrem lang. Hä? Das ist wie mit der, ja, also. Aber das ist nicht der Jan selber, oder Krolli? Weil der Jan ist ja JPBO Gaming. Gut gemacht. Das wäre jetzt auch relativ ad hoc und absurd gewesen, wenn Julian Krubicka da hätte reinrollen lassen, mehr oder weniger, weil dann hätte es Bobby Paceman erwischt. Fastest Lap, 57,855, gefahren vom Leader von Max Florenz. Mike Bugler im Windschatten hinter Tobias Martini. Da ist kein Frontschaden. Wir geben die Heckpartie war fest, ne? Also Heckdiffuse, ja, da ist noch alles fest, alles gut. Ja, der hat ein bisschen Damage, aber ich glaube, der Mike Bugler kann das kompensieren. So, Ramon Wagner. 35. Oh, die müssen sich jetzt überrunden lassen. Klar, die waren an der Box gewesen. Ja, die sind da jetzt im Endeffekt voll im Verkehr. Kann von Vorteil sein, wenn sie die Pace haben, dass sie einfach sich ein bisschen ziehen lassen können.
Blumendrahl auf der 22. Auch er hält sich hier wacker. Rennpace 57,8. Bäh. Großartig. Remo Kipfer auf 5. Oder gab es die Abflugsituation? Tobias Martini, Alexander Grote, Mike Bugler, Detlef Keb. Oh Mann! Katastrophaler Schaden bei Alexander Grote am Auto. Bobby Paceman, auch den scheint es hier ordentlich gewickelt zu haben. Hören wir ganz kurz mal nach. Yellow Flag, Accident 7-7. Das ist Bobby Paceman. Replay läuft. Das ist T1. Ja, da lupft er kurz. Oh nein! Der war ja viel zu langsam für die Situation, dass... Ja gut, ja. Habt ihr gesehen? Also da haben sie sich wild durcheinander gekegelt. Da hat es doch einiges an Piloten da in Mitleidenschaft gezogen für den Moment. Ah, das war jetzt nicht so cool, Mensch. Schade. Auch Detlef Keb muss reinfahren. Auch er einen massiven Frontschaden am Auto. Heckdiffuser ist noch fest. Kampfspuren sind zu sehen im Heckbereich. Matthias Weggel, der Teamkollege, ist da etwas besser aufgestellt. Auch er hat die Kampfspuren. Nein! Heckdiffuserschaden. Diffuserschaden bei Matthias Weggel am Auto. Ihr seht's. Links macht er so ein bisschen. Alles cool. Ja, das wird Matthias Weggel im besten Falle oder im dümmsten Falle spüren und merken. Auto ist ein bisschen lost auf der Hinterachse. Wird schnell los, wie man dazu so schön dazu sagt. Man kann es stellenweise aber kompensieren. Drückt dem Matthias die Daumen, dass es passt. Ricky Krebs im Windschatten hinter Dominik Meyer. Jeff Ewerts hinter Michi Hirtschi. Auf geht's, Jeff. Komm, Attacke. Auch er hat die Kampfspuren. Was haben die denn als mit den Heckpartien der Boliden heute hier? Das ist ja Wahnsinn. Vor allem auf Silverstone. Silverstone ist eine unglaublich breite Strecke. Ach so, du hast den... Okay, dann hast du den Krolli, dann hast du den genauso verwechselt wie ich im ersten Moment. Ja, das kann sein. Ja, das ist, stimmt, aber der Jan heißt ähnlich. Paceman war in der Box. Keb ist noch drin, stehend. Alexander Grote ist drin. 3 Sekunden hinter so einer Pace, der Jonas Zeus. Na, ich denke, das muss nichts heißen, Chris. Oh. Alter. Beide Audi 8 von DB3 Motorsport hat's da erwischt. Inklusive hier im Bild dem Danny Anwand. Das ist immer das Problem, wenn du dann einfach die Abmaße vom Auto so ein bisschen verschätzt, unterschätzt und dann womöglich einfach noch die Frontpartie an der Stelle halt leider Gottes noch nebendran ist, ne? Und der Kollege zieht da womöglich rein, weil er halt die Kurve nicht anders kriegen kann für den Moment, ne? Dann gibt's halt immer die Contacts. Schade. Hirtschi, Michi auf der 14. Hört euch an, der hat richtig, richtig Party hinter sich. In Form des Jeff Wilberts, Ricky Krebs, Dominik Meyer, Ingo Schmidt, Matthias Weggel. Alle 5 hinter Michi Hirtschi, hinter P14. Oh, auch da fast eine Contact-Situation zwischen Ricky Krebs und Jeff Wilberts. Frontschaden beim Ricky, Fragezeichen. Aber sowas von. Wie macht die Motorhaube? Genau. Fahr den Konter, bleib ihn! Oh, Gott sei Dank. Ja.
Saugeil gemacht von beiden. Den notwendigen Platz haben sie sich gelassen. Gleich da. Kleiner und leichter. Die Kombination aus beiden Worten ist ganz einfach, ist gleich da. Okay, kann man sich merken. Ist ganz einfach. Leichter Quersteher, und das war in Summe einfach das Zünglein an der Waage für den Ricky Krebs. Für den Jeff Ewerts, dass Michi Hirschi die Position behalten durfte. Ricky Krebs hat sich jetzt vorbeigedrückt. Jetzt hat es ja schon wieder gescheppert. Ingo Schmitz, entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auch Matthias Weckl hat dann einen Treffer mitbekommen. Markus Blumentrat profitiert jetzt davon, ging vorbei, übernimmt P18. Auch Pierre Meyer fährt vorbei an Matthias Weckl. Matthias Weckl kann kontern, Frontschaden auch hier beim Audi 8 zu sehen, pilotiert von Pierre Meyer. Molde, ey, guten Morgen. René, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Ja, es ist relativ viel Lackaustausch gerade vertreten. Ein Vorwurf natürlich meinerseits, wie gesagt, steht mir auch nicht zu, wisst ihr ja. Angriff hier Patrick Schröter an Ingo Schmidt vorbei. Gelle? Logisch klingt das, Dolly, genau, logisch klingt das. Renny, wie geht's euch? Family ist munter? Happy soweit? Remo Kipfer lässt sich nicht abwimmeln hinter P4, hinter Robin Meyer, das macht er gut. Pace nahezu identisch. Halbes Zehntelchen war er im letzten Durchgang schneller, der Schweizer. Nicole, mach's gut, schönen Abend noch gewünscht. Tschüssi. Philipp Thoma auf der 7 lässt auch nicht abreißen hinter Christopher Schmidt. Sehr schön, René, freut mich. Bastian Holter im Windschatten hinter Sandro Conradi, dem Porsche-Piloten aus dem Wippermann Racing Hause. Ewerts auf der 16. Michael! Einer meiner Lieblings-MCs, oder? Michael, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich, wie geht's dir denn? Finde ich ganz schön kacke, dass du mich hier alleine lässt, mein Bub, ohne Witz. Finde ich echt nicht gut. Aber, that's life, oder? Wünsche mir nur, dass du ab und an mal am Start bist, hier vorbeischaust, oder? Und den Rest kriegen wir beim Bügeln, sagt der Schneider. Auf geht's, Steff, komm. Und Matthias Weckl, jawohl. Markus Blumentrat, Kampflinie. Zugemacht. Nee, hat er nicht. Er hat vorbeigewunken. Danke, Markus. Fall mir in den Rücken, kein Problem. Auch Pierre Meyer wird da vorbeigewinkt von Markus Blumentrat. Ey, Robin. Wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Grüß dich. Ricky Krebs. Angriffsversuch vom Pfeffer gegen den Michi Hirschi, gegen den McLaren-Piloten. Jetzt muss der Michi zurückstecken. Jetzt war Ricky Krebs ganz klar vorbei. Schönes Manöver, sauberer Drive von beiden. Krebs auf der 14. Ja, ja. Körperlich, also von der Gesundheit, Michael, passt es momentan, ja. Und den Rest kann man Gott sei Dank so ein bisschen überspielen, oder? Detlef steht in der Box, das sieht aus wie abgestellt, genauso bei Alexander Grote, Rundenzeiten um die 8 Minuten. Also wenn die beiden im Stream reinkommen wollen, dürfen sie das natürlich gerne tun. Ihr könnt natürlich auch auf dem Server bleiben, das ist kein Problem, ne? Auf, Basti! Lass den Audi A8 fliegen.
Oh, der Remo hat einen Fehler gehabt. In dieser Runde. Die Runde ist ungültig. Jetzt muss er aufpassen, dass Christopher Schmidt eventuell... Ich sag mal ganz vorsichtig, Robin. Gewohntes Bild, oder? Lorenz 1. Christopher Schmidt auf 6. Aktuell. Also, gut mit dabei, hätte ich gesagt. Der Jannis ist von 2 gestartet aus Michael, hat in der ersten Ecke einen Hecktreffer bekommen, den Mutz, den hat es komplett gewickelt, den hat es komplett gedreht, ist dann zurückgefallen bis auf vorletzte Position, war dann auch in der Box, Damage zu groß, scheinbar Julian Krubica, Kontaktmitteilung, auch Jannis Zeus, hat also einen Repair-Stop machen müssen, Reinisch stand seit 69,3 Sekunden und ist jetzt hier deswegen daher am Fahren auf P32, aber irgendwas passt nicht, weil er hat jetzt erneut wieder eine Runde, die ungültig war, der Grieche, und ist knapp 7 Sekunden hinter seiner eigentlichen Pace unterwegs, also scheinbar hat es den Jannis Zeus bis dato voll aus dem Tunnel gerissen, gedanklich, und ich habe die Befürchtung, dass er sich hier heute Abend in Silverstone absolut quält. Klaus Jäckel vorbei an Markus Blumendraht. Wechsel um P20. Die beiden McLaren kurzerhand mal die Position geswappt. Rüber zu Philipp Thoma wieder, dem Dreikampf. Aufgrund der Pace, ich meine, du kennst es ja selber, Michael, aufgrund der Pace, der Feldstärke, sage ich mal ganz dezent, ja. Ganz, ganz eindrucksvoll hier die Leistung. Das, was Max Florenz und Moritz Birzer hier vorne abreißen. Jan Drexler ist 1,5 Sekunden dahinter auf der 3. Der ist auch nicht langsam. Wir kennen sie alle, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Die sind alle nicht langsam. Die wissen alle, wie das Ding in ihren Händen sauber zu bedienen ist. Funktioniert. Ach, das ist dein Arbeitskollege. Ah, okay. Sehr schön. Rubica hinter Blumendraht, Bugler hinter Martini. Anwand hinter Binder. Okay, habt ihr gehört gerade? Boxengasse ist jetzt in diesem Moment geöffnet. Weiße Nummerntafeln ist der Platin-Driver. Silberne Nummerntafeln ist der Goldfahrer. Ja, da kommen sie auch direkt rein. Getreu dem Motto, es gibt was umsonst in der Pitlane. Pierre Meyer ist drin, Klaus Jäckel, Markus Blumendraht, Tobias Martini und Gerd Binder. Ingo Schmidt bleibt draußen. Und ich verpasse wegen der Arbeit eine der wenigen Strecken, die ich kann. Fühl dich, Robin, fühl dich. Okay, Jannis Zeus ist auch drin. Ramon Wagner ist drin. Bobby Paceman, P31. Jäckel darf wieder losfahren. Der Klaus mit C. Die Boxenausgangslinie gerade richtig erkannt? Ich nicht. Das war nur so ein Schattenwürfnis, oder? Aber die ist doch... Ey, warte mal. Gehen wir mal gucken. Was ist das? Habt ihr die Boxen... Habt ihr die Linie links gerade richtig gesehen? Ich nicht. Die war im Tarnmodus, oder? Die hat Asphalt-Standardfarbe angenommen, wenn ihr mich fragt. Anstelle von Weiß. Ja genau, welche Linie? Richtig. Habt ihr die Linie weggemacht in Silverstone? Oder bin ich Depp? Da gab's doch früher mal eine Linie. Wir sind doch immer... Warte mal, lass mal kurz überlegen. Wenn wir über die Straight gefahren sind, Robin Meyer ist drin, Philipp Thoma ist drin, Remo Kipfer auf 5! Oh, Alter! Da hat er sich leicht angelehnt bei Christopher Schmidt. Aber schön gemacht hier, ne? Signalisiert dem Christopher. Oh, Digi, tut mir leid, das war keine Absicht, das war nicht so, wie ihr wollt. Also, alles gut. Position 4 bleibt in Christopher Schmidts Händen.
Remo Kipfer bleibt auf der 5. Elmann, einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Wenn wir um die erste Ecke geknallt kommen, oder? Also sprich, T1, dann war doch auf der rechten Seite Richtung Boxenausgangslinie, die kurze Zeit später begonnen hat, war das so eine ganz blöde Welle, oder? Im Asphalt drin. Könnt ihr euch erinnern? Ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass da eine weiße Linie auf dem Asphalt war. Kipfer 5, Brocke jetzt P6 im Sandwich vor Manuel Kwiatkowski. Diese Linie sieht man bei optimalem Grip kaum bis gar nicht. Ah, das erklärt es immer. Dankeschön. Außer du hast wahrscheinlich wahrscheinlich ein Nasenfahrrad auf mit Gläsern à la Aquariumfensterstärke oder so ähnlich. Das tut mir jetzt richtig leid für Detlef Kepp und Alexander Grote, ne? Vor allen Dingen für Grote, weil einziger Honda NSX und dann gibt das heute Abend hier in Silver so eine Nullnummer für den Kollegen. Auf Julian, komm. Der ist schneller und zwar deutlich wie vor ihm Dominik Meyer im M4. War er kurz vorbei, hat er mal kurz mit T14 schnüffeln dürfen, dran so ungefähr, und dann hat er den kleineren, in Anführungszeichen, Fahrfehler gemacht. Der ging viel zu weit und das ist natürlich eine indirekte Einladung wieder, die sofort instant von Dominik Meyer wieder genutzt wird. Moritz Pizza, der lässt nicht locker, sehr, sehr geil. Wechsel auf 3. Fährt ungefähr 1,5 Zehntel langsamer pro Runde. Ey, Frosty! Oh, warte mal. Jerek! Also wahrscheinlich Gerard. Vielen, vielen Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Frosty, mein Lieber. Digga, 400. Danke dir für 100 Bits. Dankeschön. Simracer, unser geheiligt werde dein Name, deine Beschleunigung, komme deine Geschwindigkeit, gestehe, was geschehe in den Kurven wie auf den Geraden. Unser täglicher Fokus, gib uns heute und vergib uns unsere Ausraster. Jawohl, Chapeau. So, auch wir vergeben unseren Brüdern, führe uns nicht in die Divebombs, sondern erlöse uns von allen Idioten, denn dein ist der Fokus, der Skill und die Konstanz in Ewigkeit. Amen. Alter, wie geil ist dieser Text, Frosty? Mann, Digga, musst du unbedingt bei mir ins Discord stellen, Mann. Da müssen wir verewigen hier. Das ist die Konkurrenz zu Mr. Cappuccino, Digga. Geht's dir einigermaßen besser? Nee, es ist keine Absicht gewesen. Sorry dafür, ich hab's einfach noch ausgehabt, die Tonspur. Ist jetzt an. Dankeschön. Sehr schön. Frosty, das freut mich. Muss Boxeneinfahrt, Julian Krupika, Mike Bugler auf der 16, der wird jetzt gleich P... 15 übernommen. Schwupps, da ist es passiert. Google also jetzt P15. Mal gucken, was jetzt morgen Abend ist Quali. Und was dann am Samstag passiert. In der Rennsituation, Frosty, weil wie gesagt, ich sitze ja selber im Auto. Und dann schauen wir mal. Nächste Woche noch, die Woche drauf habe ich dann Urlaub. Ich weiß aber noch nicht genau, was, wie, wo. Also eventuell machen wir da vielleicht auch spontan die Situation, dass wir uns in St. Gallen treffen, drüben bei euch. Aber wie gesagt, da würde ich mich halt nochmal melden. Das muss natürlich auch bei der Nicole passen, das ist klar. Ansonsten auf jeden Fall nach Ostern. Meier P20, Ricky Krebs 21, in dem Fall ist das der Robin Meier. Denkt da nie dran. Markus Blumendraht 22, Klaus Jäkel 23. Alle vorbei. Am in der Box befindlichen
Julian Krupika, der ist jetzt wieder zurück auf der Strecke an P24. Mike Buchler immer noch hinter Dominik Meyer. Und fährt ungefähr eine Sekunde schneller in seinem Pfeffer. Also wie gesagt, die Alertspur ist jetzt auf. Ich hatte da vorhin nicht dran gedacht, sorry dafür. Jetzt hat der Dominik Meyer mal so ein bisschen Pace gefunden. Im direkten Vergleich zu Mike Buchler. Mike trotzdem noch 4 Zehntel schneller gewesen. Aber ihr seht ja selbst, ne? Das ist ja nur eine Momentaufnahme als solches. In Summe muss es einfach passen und du musst natürlich auch den Weg vorbeifinden an der Konkurrenz. Das ist im Grunde die schwerste Situation von allen. Oh ne, warte mal, hab ich da Disconnect? Bastian Holter, P10. Power ist doch gerade gesprungen, oder? Robin Meyer auf 19. Scheinbar vorbeigefahren an Matthias Weggl oder vorbeigekommen. Also ich kann euch nicht sagen, warum der Tower da gerade so am Springen war, aber jetzt gab es den leichten Teacher in Richtung Dominik Meyer, in Richtung BMW M4. PSR-Mannschaft bei GC. Jakowski, der Manuel. Sehr geil. Auch er. 5 Zegelchen. Jetzt hat sich der Kollege verabschiedet. Gott sei Dank, er hat freie Fahrt. Manuel Kwiatkowski gewinnt. 2 Positionen auf einen Schlag. Kipfer ist drin und Sebastian Brock. Niki, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Mike Buchler, jetzt ist er vorbei. Jetzt hat's gepasst. Vorbei an Dominik Meyer. Sehr, sehr geil. Auch Mike Buchler, P14. Lindner kommt rein, der Peter. Basti Holter ist drin. Das heißt, Benjamin King, neuer 6. Sandro Conradi, neuer 7. Bietzer, ey, Mo, Digga. Nicht driften. Keine Show-Einlagen. Halt deine Kontenance, deine Konstanze hoch. Das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Jan Drechsler auf 3. Christopher Schmidt 4. Der ist 16 Sekunden zurück. Das ist doch nicht wahr. Der ist nicht langsam, der Christopher Schmidt. 16 Sekunden. Was haben die da vorne bitte für eine Pace in den Asphalt, die da reinbrennen? Ey, das ist ja unglaublich. Manuel Kwiatkowski. Auf P5, ihr seht, 57.392 von, aber nicht im Leader, sondern von Robin Meyer gefahren. Das ist aktuell P18. Basis Lab. Benjamin King, P6, Sandro Conradi 7, Jeff Ewerts 8, Michi Hirtschi auf 9, Mike Buchler auf 10, Dominik Meyer 11, Danny Anwand 12. Der kann auch frei fahren, der hat 6 Sekunden Delta nach hinten weg, der Danny. Philipp Thoma auf 13, Remo Kipfer 14, Sebastian Brocke 15. Ingo Schmidt P16, Peter Linden auf 17. Einiges an Fahrern sind schon Boxenstopp bereinigt. Robin Meyer 18, Matthias Weggl 19, Ricky Krebs auf 20. Markus Blumenrad 21, Klaus Jäkel 22, Julian Krupika auf der 23. Tobias Martini P24, Pierre Meyer 25, Bastian Holter 26, Patrick Schröter 27, Gerd Binder 28, Alexander Rütz 29, René Brey 30, Bobby Paceman 31, Jonas Zeus 32, Roman Wagner auf der 33. Position. Wieder zurück zu Mike Buchler. Engstes Duell im Feld, im gesamten Feld. Das sollte eigentlich mal rauskommen. Sorry für den Wegstaben, verbuchsle den Sprackfehler, aber Pike Selos, man kennt's nicht anders.
Dankeschön, Frosty. Geil. Nee, oder? Jetzt der Michi Hirtschi mit involviert in die Situation. Mike Bugler auf 9, Michi Hirtschi 10, Dominik Meier jetzt auf 11. Mit mir? Nee, das ist normal. Dolly, das ist normal. Das kann bei. Das ist wirklich. Das ist auch. Das, ich weiß nicht. Ich habe das bei mir irgendwie, glaube ich, angeboren oder so. Also ich weiß nicht. Jeder Arzt, der mich bis dato schon kennengelernt hat, befragt hat, hat gesagt, so nach 10 Minuten ist er selber aus dem Sprechzimmer raus. Und vergiss es. Eine Chance. Ich habe mir auch sagen lassen, es ist ansteckend. Weißt du, wie ich meine? Aber ich persönlich finde es cool. Max Florenz, was ist das denn? Max, Digga, Undercut-Versuch gegen die Konkurrenz, oder was? Moritz Birzer bleibt draußen. P1 gewechselt, Jan Drexler P2. Christopher Schmidt bleibt auch draußen, übernimmt jetzt in dem Moment P3. Manuel Kwiatkowski die 4. Benjamin King, auch er bleibt draußen, das heißt gleich P5 für ihn. Anwachs, der Danny kommt auch rein. Verabschiedet sich also im Battle gegen Dominik Meier. Thomas bleibt draußen. Warte, guck mal, der ist sogar, der ist Boxenstopp bereinigt, der Philipp Thomas. Hat so den klassischen Splash and Dash gemacht, kein Räderersatz gewechselt, sondern einfach nur ein bisschen Sprit da reinlaufen lassen. Nicht mehr wie 4,5 Liter. Kostet so viel Zeit. Gerd Binder hinter Patrick Schröter. 57,322. Robin Meyer. Ey, der hat Bock. Ist der gerade fucking schnell? Im positiven Sinne natürlich. Robin Meyer P16. Presst alles aus sich und seinem Koffer heraus. Kriminell wird es dann, wenn er morgen zum Arztbus eine Stuhlprobe abgeben muss. Nein, dann stimmt auch meine Aussage. Vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt sitzen sie alle im Stream. Dieses Kopfkino. Ja, genau. Also, Robin Meyer, der ist richtig on fire. Der fährt momentan das schnellste im gesamten Feld, was hier irgendwie gefahren wird gerade. 57,3. Chapeau. Das ist schon richtig Quali-Modus. Ja, genau. Klar, richtig. Dann wäre es auch hier Achvide, oder? Weg ist Muffi. Wunderschön. Rüber zu Mike Bugler wieder. Jeff Ewerts, der muss sich da breit machen. Letzte Saison noch anderen, in einem anderen Team unterwegs gewesen. Seit dieser Saison für Hove Sim Racing am Start. Das ist die Frage aller Fragen, mein lieber Axel. Ja, spielerisch. Keine Chance für den Jeff. Für den Luxemburger, den Mike Bugler hinter sich zu halten. Und Radi kommt rein, Benjamin King ist drin, Kwiatkowski ist drin, Max Florenz auf der 4 gelistet. Auch hier gab es nur den Flash and Dash, bisschen nachgetankt. Reine Standzeit 6,2 Sekunden. Knapp 4 Minuten ist die Box noch geöffnet. Dann ist hier Feierabend im Pitstop-Bereich. Bis dato im besten Falle sollte das gesamte Feld Boxenstopp bereinigt sein. Auch Bobby Paceman ist in der Box unterwegs. Der war schon drin. Aber der war zum Reparieren drin, also jetzt der reguläre Pflichtboxenstopp, der absolviert wird von ihm. Sebastian Brocke im Windschatten hinter P8, hinter Remo Kipfer. In aktuell die gleiche Pace, 59,3 zu 59,4 von Brocke. Robin Meyer vorbei an Peter Lindner.
Gut, das war nur eine Frage der Zeit, ne? Der fährt einfach mal 2 Sekunden schneller. Pro Runde. Pro Runde. Gerd Binder P26, Basti Holter 27. Das war auch nicht darauf gemünzt, Dolly, alles gut. Kein Kopf machen. Das war so allgemein. Ja, die Hardcore, die harte Kern-Community, die mich schon gefühlt seit keine Ahnung wie viele Jahrhunderten kennt, die weiß natürlich, wie ich da stellenweise mal drauf bin, unterwegs bin. Auch die Kombination Brocke vorbei an Remo Kipfer. Remo, Fehler vom Schweizer. Weil normalerweise fährst du nicht eben mal so spielerisch am Remo Kipfer vorbei. Brocke auf 8, Christopher Schmidt ist drin, Jan Drexler ist drin. Max Lorenz wird also jetzt P2 übernehmen. Justamente ist es auch passiert. Das ist schon okay. Ne? Also wenn man mich dann so ein bisschen länger kennt, womöglich, dann versteht man auch relativ spielerisch, wenn ich mal einen Sarkasmus an den Tag lege. Ja? Man versteht aber dann auch relativ zeitnah die Späßler da im Regelfall. Ja? Meines Wissens nach, Breuer, ist es aktuell noch so, dass der Multiplayer noch gar nicht richtig am Start ist, beziehungsweise gar nicht funktioniert, Breuer. Ich denke, dass man daraufhin noch warten wird. Sluku, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Herr Moritz, den willst du sehen? Komm, Sluku, hier ist Moritz Pierzer. Aktuell auf der 1. Aber nicht, dass der jetzt einen Höhenflug kriegt, der Moritz, oder? Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, Moritz Pierzer. Wochenende in einer Woche, also sprich nächste Woche am Wochenende. Kommt er rum. Und gar nicht so weit weg. In Anführungszeichen weit weg, ne? Wenn ihr da seid, wo ich wohne, so ungefähr. Ländliche Teile etc. Oder generell auf dem Land, ne? Da sind ja Kilometer und so. Interessiert kein Mensch. Schön gemacht. Robin Meyer ist passieren gelassen worden von Benjamin King. Kurz die Warnblinker draußen gehabt. Auch das eine Kommunikationsmöglichkeit untereinander für die Fahrer auf der Strecke. Ach, das ist dein Teamchef. Oh, guck mal hier. Jetzt kommt er reingefahren, Herr Moritz. Wie gesagt, Samstag in der Woche. Kommt er mit Vicky rum. Ich freue mich unglaublich drauf. Ich habe die beiden schon ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal ist im Expo 2022 war es gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aktuell läuft es, hätte ich gesagt. Ich hoffe, dass die beiden, Max Lorenz und Moritz Birzer, nach seinem Stop da relativ zeitig wieder... Oh. Das ist T1. Pit Window is now closed. Ihr habt es gehört. Die Box ist also geschlossen. Moritz Bierzeit kommt jetzt raus und da seht ihr. Ist vorbeigeflogen. Max Lorenz. 1,3, 1,4, 1,5 Sekunden Delta zwischen P1 und P2. Radsatz bei beiden der alte unterm Chassis. So viel kann ich euch verraten. Wann ist denn das 24er Sluku? Ist es in Ampfing? Weil Vicky hatte mir da irgendwas erzählt. April 13. Das wäre ein Samstag. Das wäre der Samstag in 5 Wochen. Ey, da lass mich mal in mein Team. Wie viel Fahrer seid ihr auf dem, seid ihr jetzt gerade schon im Team, Sluku? Ey, Dirk, mein Lieber, wunderschönen guten Abend. Weil ich habe meine ganze Montur noch hier. Sonst schwerfe ich das Zeug ins Auto rein, weißt du, wie ich meine, und fahre einfach mit rüber. Ich hab mega Bock drauf. Weißt du, wann ich das letzte Mal Kart gefahren bin, Alter? Lecko, mir ans Ärmel. Jeckel, P21, Julian Krubica, P20, Michi Hirschi, Under Pressure von beiden. Alles klar. Ich hab's mal auf dem Schirm, Sluku. Ich hab's mal auf dem Schirm. Weil der Moritz ist so jemand, der traut sich nicht, mich zu fragen. Weißt du, wie ich meine? Und die Vicky hat einfach unglaublich wenig Zeit, ey. Das darfst du keinem erzählen. Remo, mach mal Lack auf den Kolben jetzt, bitte. Rundenzeitenvergleich können wir uns gerade sparen. Die Outlaps sind da überhaupt nicht aussagekräftig. Mike Kugler, P24, vorbei an Ingo Schmidt. Hier geht's dir gut.
Mike ist gerade am... Echt? Lass mich raten, das hat ihm keine Ruhe gelassen, oder? Ricky Krebs im Windschatten hinter Jeff Ewart. Ich weiß nicht, ob der Frontschaden, das könnte eventuell ein Darstellungs- und Anzeigefehler sein hier bei Ricky Krebs am Auto. 15-4. Da kann man auch mal fix Sprit reinlaufen lassen und ein bisschen reparieren im besten Falle. Rubica vorbei an Hirschi. Klaus Jäkel dahinter auf 21. Julian hat also durchgezogen gegen den Entropy Racing Fahrer. Wie weit wäre das von dir, Sluku, darunter? Oder darüber nach Ampfing? Oh, Klaus, Klaus. Nein, reicht nicht. Schade. Saugeil, Michi Hirschi behält die Nase vorne vor Klaus Jäckel. Jetzt läuft er gar nicht mehr. Oh Mann. Also gefühlt hat er ein Montagsprodukt da erwischt, oder Dirk? Jetzt aber, Klaus Jäckel. Ja, vorbei an Michi Hirschi für T1. War das T1? Ne, das war nicht T1, vergesst, weil ich glaube, das war die Gegengerade gewesen hier. Tobias Mazzini hat den Anschluss gefunden, genauso wie... Ne, Pierre Meyer ist 5 Sekunden dahinter. Da ist ein Backmarker dahinter, oder? Ja, das ist ein zu überrundender... Der von uns dürfte Bobby Paceman sein. Ja, ist er auch. Bobby Paceman ist dahinter. Den habe ich im Augenwinkel gesehen. Das ist P32. Aber vielleicht jetzt die Möglichkeit für Tobias Martini, sich da einzuklinken in diese Diskussionsrunde. 618 Kilometer. Aber ich komme mit dem Zugpanel beim Holz. Okay, cool. Ja, wie gesagt, ich habe es mal im Schirm. Vielleicht kann ich mich da irgendwie mit einklinken oder so. Ich muss ja auch gar nicht zwingend fahren, das wäre ja vollkommen Quatsch, ne? Also wenn die da sagen sollten, hier, pass auf, wir haben da Bock drauf, weil wie gesagt, Ampfing dürfte jetzt nicht so weit von mir sein. Und ihr habt, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gesehen, die Leute. Dann können wir das mal so ein bisschen im Augenmerk behalten. Max fährt 58,4, Moritz fährt 58,6. Jan Drexler fährt 58,3, Philipp Thoma 58,8, Sebastian Brocke 58,9, Christopher Schmidt 59,2, Kipfer 59,7, Kwiatkowski 59,6, Robin Meyer 57,8. Kann man machen. Oh, das ist aber auch eine Scheiß-Kombi, Dirk. Auf geht's, Danny. Danny Anwand hinter Ricky Krebs. Ja, der kann tendenziell einen Tick schneller, würde ich behaupten, der Danny. Aber er muss es trotzdem umsetzen. Ne? Blick riskieren. Kurz die Wideflex draußen für Robin Meyer. Ja. Robin Meyer jetzt auf der 8. Er geht hier so dermaßen steil durchs Feld, ey. Leon, guten Abend, grüß dich.
Gerd Binder, Windschatten hinter Ingo Schmidt. Nee, nix Windschatten, der fährt hier komplett an eine Linie. Aber doch, geht er vorbei, ganz einfach. Also Gerd Binder vorbei an Ingo Schmidt. Normalerweise sagt man dem Windschatten sei Dank, war aber nicht so, habt ihr gesehen. Der war komplett außen auf der rechten Seite und der Ingo auf der linken Seite unterwegs. Also, trotz ohne Mithilfe des nicht vorhandenen Windschatten vorbei. Okay, einer ist auf jeden Fall vom Server runter. Gut, das ist kein Problem. Ja, das war Alexander Grote, das war der Honda NSX. Der hat ja eh abgestellt gehabt in der Box, das ist okay. Das passt, das ist gedanklich das Thema, was uns fehlt. Bastian Holter, 3 Minuten Rundenzeit plus steigend. Das sieht auch strange aus. Es könnte auch eventuell sein, dass Bastian Holter abgestellt hat. Oder sagt, nee, ist nicht mehr, ich mag nicht mehr. Relativ überschaubar, wenn auch relativ lang, Leon, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass es morgen noch nicht ganz so exorbitant wird. Weil sonst habe ich irgendwie die Woche, keine Ahnung, gefühlt 44 oder 45 Stunden weggerissen. Plus dann die Streamerei, ne, und etc. Also, dann ist morgen Abend noch die Quali-Session, dann ist am Samstag ist das Rennen. Also, wenn ich dann in Summe, auch wenn viele sagen, Streamerei ist ja keine Arbeit, ach, bei mir ist es leider ein bisschen anders, dann hebe ich die Woche irgendwas zwischen 65, 70, 72 Stunden in Summe. Und wenn du sowas dann auch gefühlt jede zweite Woche hast oder so, das geht dann auch irgendwann mal ganz schnell an die Substanz. Ne? Schöner Dreikampf hier. Schöner Dreikampf hinter Jeff Evans, dem Hovesim Racing BMW. Ja, genau. Schmecken lassen auf jeden Fall, Leon. Ja, Sporten ist auch richtig wichtig. Ja. Genauso wie dann die Eltern immer früher gesagt haben, los Bub, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. Ist gut für die Bewegung, kommst du mal in die frische Luft. Macht meine Mutter heute noch bei mir. Sag ich, Mutter, geh mir nicht auf den Sack. Ich lauf genügend, ich bin genügend an der frischen Luft durch meinen Job. Nerv mich nicht. Kennt er, oder? Kennt er. Im Regelfall ist es nicht schlimm, Eltern meinen es ja nur gut. So, nochmal herzlich willkommen zurück in meiner Welt, Dolly. Ne, ist normal. Auch sowas kann mal passieren. Auch in einem Livestream, ja, ist kein Problem. Ich bin gelernter Anlagenmechaniker, für die, die sagen. Was genau? Ist ganz einfach. Der alte Heizungsbauer ist das. Ne, der alte Heizungsbauer. Ich habe mich allerdings relativ schnell nach meiner Ausbildung auf die technische Seite spezialisiert. Ja, das heißt, ich fahre die Großanlagen und ich mache Inbetriebnahme, Steuerung, Regelungstechnik und so. Das ist so meine Welt. Robin Meyer, Remo Kipfer. Der macht die Linie zu. Der macht die Linie zu. Kipfer auf der Innenseite. Da denkt sich der Robin Meyer, das ist mir doch egal. Mach ich halt außenrum. Schwupps, passiert. Schönes Ding. Robin Meyer P7, Remo Kipfer jetzt auf der 8. Max Lorenz. Freunde, wir haben noch 8,5 Minuten. Wo sind diese 60 Minuten hin, ey? Unglaublich. Wo ist eigentlich meine Bianca heute Abend wieder? Wo ist die Vanessa? Wo sind meine ganzen Mädels? Die Xenia ist da. Ja, super. Und wo ist der Rest? Ich feiere das gerade. Ja, das freut mich. Dann habe ich doch alles richtig gemacht, Olli. Moritz Birzer P2, Jan Drexler P3, Philipp Thoma P4, Sebastian Brocke auf der 5. Robin ist eine Maschine. Ja, wie soll ich, wollen wir den jetzt umtaufen oder was, Thomas? Wollen wir jetzt sagen, Robin the Machine Meyer? Droben im Himmel flog ein Meyer, von unten sah man sein. Tourenschuhe. So, Spaß beiseite. Kuss geht raus, mein lieber Robin. Nein, es ist vollkommen richtig. Ich bin bei euch gedanklich. Er macht einen großartigen Job. Ist auch nicht ohne Grund der Inhaber der schnellsten Runde, Rennrunde. Ich fahre Leute hin und her. Ah, okay. Aber du bist kein Uber-Driver, oder, Leon? Gibt's, glaube ich, nur in Amerika da drüben, ne? Tobias Martini. 59,6. Michi Hirschi vor ihm. 21. 59,5 gefahren im letzten Durchgang. Mm-mm.
Axel, das geht nicht. Glaub mir, das geht nicht. Das darf keiner machen. Um Gottes Willen, mach das bloß nicht. Was meint ihr, wie die Punkte Methyl entstanden sind? Oder wie das Blunaten-Team, ja, in der Definition entstanden sind? Das war doch nicht ich, das war meine Mutz. Nee, komm, Spaß beiseite, Hof ist gut jetzt. Also, wie gesagt, wir haben noch knapp 7 Minuten zu gehen. Na, ich möchte jetzt hier nicht, etwas wieder heiß von wegen. Dann habe ich wieder eine Front geliefert oder so. Muss ja nicht sein. Extraklasse Bus. Ah, okay. Ja, aber das ist teilweise auch anstrengend, oder? Oder zumindest stelle ich mir es vor. Krebs, Krebs, Ewart! Warum machst du die Tür nicht zu, Jeff? Warum bleibst du da so lange auf der linken Seite und lässt dementsprechend da die Einladung? Für Ricky Krebs? Ganz einfach, die fahren in zwei unterschiedlichen Klassen. Schaut mal bitte links in den Tower. Ricky Krebs ist der Goldfahrer, der Platinfahrer, weiße Nummerntafel. Jeff Ewarts ist der Silver Driver. Die müssen nicht on track fighten. Die müssen nicht, wenn die nicht wollen. Die sind in zwei unterschiedlichen Klassen unterwegs, in unterschiedlichen Wertungen. Deswegen einfach dieses Vorbeiwinken. Alles cool. Danny Anwandt allerdings ist ein direkter Positionskampf, auch in der Wertung zwischen Jeff Ewarts und Danny Anwandt in der Goldkategorie. Hey Mirko, mein Lieber, grüß dich. Auch Tobias Martini und der Michi Irici fahren um wertvolle Punkte in der gleichen Klasse. Ja, stellenweise, Leon, ja, stellenweise. Mirko, alles gut? Ja, das ist die Verantwortung, ne? Definitiv. Die Verantwortung, die ihr da habt, das ist schon nicht ohne, das stimmt, ja. Aber ich meine, das ist ähnlich bei uns, ne? Wir arbeiten ja auch mit den, in Anführungszeichen, Gefahrenstoffen, Öl und Gas, ne, als Beispiel. Propan, Kältemittel, whatever, ja. Das ist auch nicht so ohne. Aber ich finde halt, es ist ähnlich wie bei euch im Gewerk, das ist halt so, was soll ich sagen? Es ist normal geworden, weißt du, ich meine gedanklich. Und das ist relativ weit in den Köpfen. Oder es wird einfach sehr, sehr unter dem Normalstatus verdrängt, mehr oder weniger. Ah, Tobias Martini. Leichte Lackaustausch-Situation, schauen wir, mit Mike Bugler gehabt. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist die Hauptsache. Liebe ist, was du tust, und du wirst es gerne machen. Versprochen. Außenrum. Mega. Bugler vorbei. An Tobias Martini. Wechsel um die 22. Und der Danny beißt sich gefühlt die Zähne aus hinter Jeff Ewarts. Danny, das reicht nicht. What the fuck? Alter. Ich bin jetzt gerade um 2 Jahre gealtert, mindestens. Boah. Wie dicht möchten Sie zusammen nebeneinander durch die Ecke knallen? Jawohl, volles Brett. Jawohl. Lass mich raten, Thomas, du bist sowas, du bist Gourmet-Restaurant-Tester oder so im Bereich? Oder wie heißen diese, Fachjargon, wie heißen die Weintester? Sommeliers? Aristokraten? Politiker? Nee, Spaß beiseite. Ich weiß es wirklich nicht. Helft mir mal auf die Sprünge. Meier mit dem Abflug? Ist doch nicht wahr. Robin Meier verliert die Karre. Das ist... Christopher Schmidt. Da wollten sie beide zu viel. Waren viel zu spät im Anker gestanden. Und der schlechtere Ausgang für in Summe Robin Meier. Sommelier. Ach, genau, richtig. Ja, dankeschön. Martin.
Also sprich die weißen Nummerntafeln. Doku. Hausmannskost, genau. Ja, hast ja recht. Alkoholiker. Dirk. Und ich gleich so bieder, Mann. Vom Noah! Ey, machen wir auf jeden Fall Noah. Krieg ich hin. Das kriegen wir hin. Ja, jetzt überlege mal, die Sommeliers würden Diplomaten heißen, Dirk. Dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Phänomen. Also, wenn nichts mehr anbrennt, wovon ich nicht ausgehe, ist das auf jeden Fall der Sieg für Max Florenz, fürs Venari Racing Team. Hälfte der Runde hat er noch, das heißt, es gibt auf jeden Fall noch eine Runde. Der wird vor Ablauf der Zeit nochmal über die Linie kommen, definitiv. Ich glaube nicht, dass er lupfen wird. Wenn er lupft, dann reicht das zeitlich nicht aus. Wiatkowski vorbei an Remo Kipfer, Wechsel um die 8. Remo. Ja doch, ist, kein Thema, kein Thema. Kipfer, Remo Kipfer ist Goldfahrer. Wiatkowski ist Platinfahrer. Die müssen nicht diskutieren, wenn sie nicht wollen, zwingend. Passt. 11 Stunden Schichten. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Echt jetzt? Nee. Ja klar merkst du das am Ende des Tages. Musst du morgen genauso lang oder kannst du so relativ entspannt ins Wochenende rein? Wir haben ja morgen Abend Quali, Mirko. Also morgen Abend und am Samstag musst du im besten Falle fit sein, Digga. Habt ihr gehört, Final Lap für Max Florenz und nachfolgendes Feld. Rubica, Dominik Meyer, 18, 19 da vor Markus Blumendraht, der muss jetzt die Arschbacken und durch zusammenpetzen und durch da, Rubica! Alter Digga, Julian, oh, nochmal zurückgesteckt, länger auf der Bremse stehen geblieben, hinter Dominik Meyer, wieder eingereiht gedanklich. Machen morgen einfach zeitiger Feierabend. Okay, klingt nach einem Plan. Wie gesagt, ich werde morgen Hardcore-Training-Session noch einlegen vorher, Mirko. Und werde dich dann auf jeden Fall mental unterstützen. Das kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. Die letzten 60 Sekunden. Robin Meyer, jetzt ist er wieder dran an Christopher Schmidt. Oh, ganz wilder am Lenkradzupfler von Robin Meyer. Das ist aber einem Christopher Schmidt scheißegal. Das interessiert den gar nicht. Wenn der im Tunnelblick unterwegs ist oder im Fokus hängt, der Christopher Schmidt, ey, dann kannst du hinter dem Handstand machen. Scheißegal. Oh, Danny Anwand. Das könnte klappen, das könnte klappen. Ich muss aber gleich rüber. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Everts macht die Kampflinie zu innen. Deckt die Linie ab und dann... Warum so hektisch, Digga? Glückwunsch, das ist der Sieg für Max Florenz. Ja, da hat es jetzt auch nochmal... Contact gegeben. Moritz Birzer wird Zweiter in diesem Moment. GG dazu. Jan Drexler holt die 3. Philipp Thoma wird dann gleich Vierter. 21 Sekunden dahinter. Lecko mir unser Ärmel. Ein Philipp Thoma, Freunde. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, genau. Membal ist die Kombination aus verbal und mental. Versprochen ist in keinem Duden auf dieser Welt zu finden. Gibt's nur bei mir hier. Philipp Thoma, Glückwunsch an P4. Sebastian Brocke holt die 5. Christopher Schmidt wird Sechster. Vor Robin Meyer. Meyer die 7. Der Robin Manuel Kwiatkowski, das ist P8. Remo Kipfer, Glückwunsch. Remo Kipfer gewinnt in der Goldkategorie. Benjamin King wird 10. Als Platin-Driver. P2 für Peter Lindner.
Glückwunsch dazu. Und Sandro Conradi wird Dritter. Also, Podium in der Platin-Klasse, in der Platin-Wertung. P1 Max Florenz, P2 Moritz Pirzer, P3 Jan Drexler. Das sind die drei, die wir auch gleich im Interview hören, wenn sie Bock haben. Und P1, 2 und 3 in der Gold-Kategorie ist Overall. P9 Remo Kipfer, P11 Peter Lindner und P12 Sandro Conradi. Schönes Ding, schönes Ding. Das waren 60 Minuten Full Send, Freunde. Julian Krupika ist 19. geworden gesamt. Dominik Meyer 18. Also die haben sich da gegenseitig nicht mehr überholen können. Markus Blumenrath blieb auch vorne dran vor den beiden für P17. Michi Hirschi ist 21. geworden vor Tobias Martini. Das passt. Ich glaube, das waren in Summe die engsten Duelle, ne? Jetzt noch in der gefühlt letzten Runde. Ja, Danny Anwand, genau, Jeff Ewerts 15. Danny Anwand ist 16. geworden. Auch die haben nur 0,3 Sekunden Delta gehabt, die beiden. Auch das eine ganz enge Kiste. P4, P5 in der Klasse. Also, Chapeau, alles richtig gemacht. Bezogen aufs Thema Arschbacken zusammen und durch da. So. Also, dann wollen wir ganz kurz mal nach den Clips gucken. Nach den Highlights gucken. Regen ist verschont geblieben, ihr habt es gesehen, ne? Es ist trocken geblieben. Auch wenn es nicht viel Grad hatte. Wir haben eben gerade am Ende hin 19 Grad im Parcours nur gehabt. Das ist relativ wenig, in Anführungszeichen, für Silverstone. Wobei, auf Silverstone ist eigentlich bekannt, dass es eigentlich immer generell bewölkt ist. Dass es eigentlich ziemlich Kackwetter ist. Englisch halt und so, britisch, ne? Kennt man ja. Insofern alles gut. Keine unmöglichen oder Seltenheiten. Was man da? Also wie gesagt, wenn die drei Jungs da Bock haben, Max Florenz P1, Moritz Birzer 2, Jan Drexler P3, dann dürfen sie gerne zu mir ins Discord joinen. Ich sitze im Voice-Channel. Bei mir ist ein Interview-Warteraum, da kurz hinein. Und dann können wir noch ganz kurz Interviews machen. Highlights, Attacke. Ja, wie gesagt, wenn sie Bock haben, ist Loco kein Thema. Ne, hier wird ja niemand gezwungen, im Gegenteil. Ja, das war die Situation am Anfang mit Jannis Zeus. Der ist dem seitlich voll reingehämmert, ey. Bäh. Ich glaube, das war René Brey gewesen, ne, der Porsche. Oh, das hat, glaube ich, auch richtig... Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Im Augenwinkel... Achtet jetzt mal auf der rechten Seite im Augenwinkel. Alter, was war das denn? Das ist ein McLaren gewesen. Fuck, wer war das denn? War das Bobby Paceman? War es nicht Thomas Birzer? Nee. Wer war das denn? Ihr habt doch auch gerade eben im Augenwinkel diesen McLaren gesehen, der da einmal durch die Luft gesnackt kam, ne? Wer war das? Ich kann den gar nicht anwählen. Ich kann nicht mal mehr sagen, wer das war. Hä? Ja, pass auf, warte mal, dann machen wir das anders. Hier, das ist der Ferrari, wie heißt der? Ramon Wagner. Der kam da durch die... Snackt's jetzt nach oben, Moment. Oh Gott. Hey, Alter, geh mal weg, ich hab einen Lowrider-Fahrwerk drin, Digga, mach mal hier. Alter. Scheiße, wie sehr wollen Sie kredenzen, dass ACC verbuggt sein könnte? Nein, ist kein Problem. Es gibt keine Netcode-Situation in ACC, Alter. Oh. Komm, weil es so schön war, nochmal. Sloko, vielen Dank für den Prime. Sag mal lieber, willkommen zurück im zweiten Kurs. Geht raus. L-U-L-L-U-L-L-U-L-L-U-L-L-U-L. Paul, grüß dich, guck mal hier.
Alter, Katastrophe. Hast du keinem erzählen, ey. So, also, ein Glück wart ihr live mit dabei, Freunde, weil das kann ich wirklich, das kannst du keinem erzählen. Das glaubt dir ja keiner. Das glaubt dir keiner. Ja, ja, genau, springende Pferd, ja, richtig, ja. Keine Ahnung, warum ich gedacht habe, das wäre ein McLaren, ich weiß es nicht. Kann ich ja nicht sagen, aber das ist schon, also, brrr. Puh. Ja, 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 also, ähnlich wie eine Katze auf allen vier Pfoten. Maß, ne, Witz des Tages. So, irgendwie will da keiner mit mir reden. Also nochmal, ich bin im Discord, wenn ihr Bock habt aufs Interview, dürft ihr gerne zu mir joinen. Ist natürlich freiwillig, ne, wie gesagt, es wird niemand gezwungen, ich will hier keinen überreden, um Gottes Wille, ne. Wenn die Jungs natürlich sagen, nee, haben keinen Bock. Ach, Entschuldigung, ich bin in Series B. Du blödföhn Bloody. Alter, ist doch nicht mal dein Junge. So, die sitzen schon da, weißt du, ich meine, seit einer halben Stunde und drehen Däumchen. Ja, ich bin im falschen On-Air gewesen, Matthias. Ich war unten in Series B und nicht in A. Ich hab's nicht gesehen. Also, wir haben Max Florenz, Moritz Birzer und Jan Drexler. Die sind alle drei da. Pass auf, dann machen wir hier einfach mal kurz einen Rundumschlag. So, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es passt jetzt auch mit der Tonspur. Servus, hi. Servus, moin. Ah, alles cool, alles cool. Sehr schön. Sorry, das war mein Fehler. Ich war im falschen On-Air-Raum gewesen. Ich habe euch da oben nicht gesehen. Ich hoffe, der Kaffee war gut. Alles gut. Perfekt, wunderbar. Sehr schön. Weitermachen und ja. Max Florenz P1, Moritz Birzer P2, Jan Drexler P3. Das heißt, ich würde sagen, der Jan hat das Debüt. Du darfst den Anfang machen. Jan, P3 ist es final geworden. Ich glaube aber, vorsichtig zu behaupten, wir haben Glück gehabt. Die Regensituation ist nicht eingetreten, aber es war trotzdem schweißig, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe im Quali wieder ein bisschen reingeschissen auf gut Deutsch. Okay. Also da wäre ein bisschen was mehr gegangen. Also eins nicht, Max hätte ich nicht bekommen, aber zwei wäre drin gewesen. Aber stand mir wieder selber am Weg. Ja, und dann hatte ich natürlich ein bisschen Glück in der ersten Kurve da, dass ich da vorbeigekommen bin, ganz sauber. Ja, und dann war es eigentlich ziemlich einsam, das Rennen, weil vorne die beiden sind ein, zwei Zehntel schneller gewesen in der Regel als ich. Und nach hinten war auch Luft. Und dann, ja, dann hat sich so dahin geplätschert, ne? Wie macht man das aus deiner Sicht heraus, dass man dementsprechend da auch dann wirklich im Tunnel bleibt, im Fokus bleibt, weil du hast ja im Endeffekt keinen Bezugspunkt mehr im klassischen Sinne? Ja doch, den hatte ich ja schon, die waren ja beide vor mir, ne? Ich dachte ja, dass der Moritz irgendwo mal wieder ein bisschen rankommt und vielleicht da mal noch eine Attacke setzt. Okay. Das war so mein Punkt, so wenn ich noch dranbleibe und die kappeln sich da vorne, kann ich vielleicht nochmal ein bisschen was mit ausrichten. Aber das ist ja leider auch nicht passiert und ja, noch ein Boxenstopp war es denn eigentlich dann sehr eintönig. Okay. Aber bis dahin war dann immer noch so die Hoffnung, dass irgendwas passiert, aber nach dem Boxenstopp hat sie noch ein bisschen weit auseinandergezogen. Und dann war eigentlich klar, wenn jetzt keiner irgendwie komplett einmal über Rasen mähen geht, dann wird's nichts mehr passieren. Ja gut, und dafür sind sie nicht bekannt, oder? Nee. Also das ist, ja, das, ich glaube, ich würde auch den Mörderkrisch meines Lebens loslassen, wenn ich sehen sollte, Moritz Birzer macht uns hier den englischen Rasenmäher oder weiß der Geier wie, oder ein Max Florenz macht uns den Adler par excellence, ne? Also definitiv. Passieren kann ja immer mal was, ne? Ist ja. Ja, ne, natürlich. Keiner ist vor Fehlern gefreit, so. Und klar, man wünscht es keinen, davon mal ab. Aber man hofft ja trotzdem noch, dass man da irgendwie noch nach vorne rutscht, aber. Das ist richtig. Heute eben nicht. Technisch Maximum gesehen. Rausgeholt, genau. Von daher zufrieden. Alles richtig gemacht. Glückwunsch an P3, Jan Drexler. Danke, danke. Trotzdem wertvolle Punkte mitgenommen und ich denke in der Gesamtwertung dann auch dementsprechend stabilisiert. Geschichte, wenn man das nach dem 5. Wertungslauf von 11 schon sagen kann. Bleibt weiter spannend. Dritter, glaube ich, auch. Ja, genau, richtig, ja, ja. Vor dem Moritz Birzer. Nee, wechseln tut er nicht. Definitiv, wechseln tut er nicht. Also, Glückwunsch an dich nochmal zu P3. Saubere Leistung. P2 war es für dich gewesen, Moritz. Und auch bei dir. Von Anfang an bis hin zur Boxenstopp-Situation war es eigentlich immer so die obligatorische Sekunde, anderthalb vielleicht zum Ende hin, ja, bevor du dann reingefahren bist und dann auch direkt nach Boxenausgangssituation wieder diese 1,2 Sekunden. Und das, obwohl ihr 0,3 Sekunden differenzierte Standzeiten hatten. Ne? Also der Moritz, in dem Fall du, warst so ein bisschen schneller. Bei dir war ein bisschen mehr Vaseline dran gefühlt, oder? Wie beim Max, insofern alles cool. Aber am Ende hin hat es nicht ganz gereicht. Am Ende hin, ich gehe mal ganz stark davon aus, ist bei dir der Reifen mehr eingebrochen, womöglich, wie es beim Max Florenz der Fall gewesen sein könnte, oder?
Hat so gewirkt, ja. Also wir haben vorhin schon gequatscht. Den ersten Stint sind wir eigentlich beide einfach nur Vollgas gefahren. Also schon auf die Reifen aufpassend, aber beide Vollstoff, keine Taktischen oder so. Und hinten raus war bei mir halt irgendwann nicht mehr so viel Vollgas da wie bei ihm. Oh, okay, okay. Aber nicht mechanischer Natur, so nach dem Motto, Bloody, mein Gaspedal hat nicht mehr 100% Fullstop gegeben. Nein. Okay. Das nicht. Sehr schön. Ja, viel mehr wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Ein Max Florenz, ich glaube, muss man anderweitig einfangen. Wenn der da einmal seinen, weiß ich nicht, gehörnten Blick aufgesetzt hat, im Tunnelblick ist, dann ist der nicht zu halten. Ja, dann muss er uns im Quali mal eine Chance geben, dann können wir vielleicht uns so mit breit machen. Ja, dann kommt wahrscheinlich die klassische Gegenfrage. Hey, Oida, was zollst du? Oder, Glückwunsch an dich, Moritz, zu P2. Danke. Tolle Leistung. Ja, Max, die Zeit für dich, die Möglichkeit, dich zu verteidigen. Jungs, es tut mir wahnsinnig leid, die Frau war gerade im Raum. ich hab jetzt, nicht zugehört. Alter, jetzt, nein, hat der nicht gesagt, Digga, ist nicht. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Premiere, Freunde, im Interviewbereich. Tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Was hast du gerade gesagt, Bloody? Genial. Max, Glückwunsch zu P1 auf jeden Fall. Wir haben gerade schon voll über dich hergehatet. Nein, Quatsch, haben wir natürlich nicht. Aber wir haben ganz klar und der vor allem war respektvoll. Wie, der Essen war OP? Nein, ich weiß es meinst nicht. Meinst du? Nee, du bist nur, was das betrifft, ein absoluter Säckel, weil du schaffst es, den Aston jedes Mal OP zu schrauben. Ich fahr den Aston komplett falsch, glaube ich. Aber ich mag es so, weil in den Setups, die ich habe, ist immer 1er TC drin und also überall jede Strecke 1er TC und ich schraube die immer komplett hoch und stempel einfach ein. Irgendwie funktioniert okay. Das. Ja. Krass. Ja, krass. Technisch gesehen, wäre da noch was gegangen? Weil das war ja auch in Quali schon, war das ja voll der offene Schlagabtausch hier. Zwischen Thomas, Drexler, Birzer, Florenz, Brocke, Schmidt war ja auch mit dabei, Robin Meyer war ja mit dabei, ne, in der Quali mit dabei. Also das war ja übel. Ja, also gefühlt jede Runde, beziehungsweise zwei, dreimal pro Runde sogar schon, wenn ihr da selber draußen wart, habt ihr ja gesehen, hat sich im Endeffekt ja die Fastest Lap geändert, ne? Wie sehr war man da fixiert drauf, Max, aus deiner Sicht heraus? Ich habe mich ehrlicherweise gewundert, dass da keiner mehr eine Verbesserung hatte, weil ich irgendwie zwischendurch eine halbe Sekunde langsamer war als P1 und auch keine Zeit mehr gefunden habe. Und im zweiten Quali-Stint war dann auf einmal noch mal eine halbe Sekunde da und ich dachte, das liegt daran, dass die Strecke auf Optimum gesprungen ist, aber es hat sich sonst keiner mehr verbessert irgendwie. Ich weiß nicht, Jungs, wie das bei euch war, ob ihr einfach als die Strecke umgesprungen ist, keine Runde mehr zusammengekriegt habt oder ob ihr nicht das Gefühl hattet, dass sie schneller geworden ist, ich weiß nicht. Ich hätte nochmal 2/10 gehabt, aber das auf Silverstone zusammenzubringen ist halt mit den Asses am Anfang immer so eine Sache. Mhm. Aber eine halbe Sekunde hätte ich nicht mehr gehabt zwischen erster und zweiter Stint. Ich wollte gerade sagen, 2/10 waren, das waren bei dir 57,1, glaube ich, Moritz, ne? 2/10 sind rechnerisch 56,9. So, jetzt kommt der Max Florenz da locker in seiner Trainingshose um die Ecke und sagt, ja, 56,7, Digga, was zu sagen? Ja, also, das ist schon ein Brett, ne? Von einer halben Sekunde, Max, ich bitte dich. Übel. Richtig gut. Also, ganz klar, alles richtig gemacht. Sauber über die Linie gefahren, sauber nach Hause gefahren. Gar nicht unbedingt stressen lassen und auch so können mal 60 Minuten für Hovesim Racing hier in Silverstone relativ entspannt werden, oder? Ohne Regen, wohlgemerkt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der Regen kommt. Glaube ich dir. Weil also wenn du mir jetzt noch sagst, du bist 56,7 im Hotlap-Gedanken mit dem Hybrid-Setup gefahren, ich glaube, dann ist es wieder Zeit, live im Stream einen Besen zu fressen. Nee, das nicht. Ach, dankeschön, Gott sei Dank. Das Zeug schmeckt so widerlich. Freunde, Glückwunsch an euch drei. Max Florenz P1, P2 für Moritz Birzer und Jan Drexler für die drei. Macht euch noch einen schönen Abend. Danke euch, dass ihr da wart und kommt nach auf jeden Fall gut zu liegen. Ach so, jo, Entschuldigung. Podium in Folge für Moritz, sehr schön. Ich soll dich noch lieb grüßen, Moritz, von vom Noah. Ah, viele Grüße zurück. Genau. Ja, sogar das dritte Podium in Folge, wenn wir das Endo dazu zählen. Nachdem du in Suzuka gemeint hast, hey, jetzt fahre ich mal aufs Podium und dann bin ich nicht im Interview, weil die andere Klasse dran ist, dachte ich mir, ich mache das jetzt so lange, bis ich mal hier hocke. Ich hasse es, wenn du recht hast, aber das ist wahr, du hast recht. Ja, vollkommen richtig. Stimmt, ja. Sehr, sehr geil. Wenn das. Haut euch raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Toi, toi, toi. Und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ja, auch. Danke dir auch. Gerne. Ciao.
Ja, wenn sie recht haben, haben sie recht, oder? Warum auch nicht? Und dann auch vollkommen zurecht. Sehr schön. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Podium in der Platin-Klasse haben wir dementsprechend abgehandelt für den heutigen Abend. Das heißt, beim nächsten Durchgang ist dann demzufolge die Goldfahrergemeinschaft wieder dran im Interviewbereich. Und ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr allzu viel übrig zu sagen. Wir haben das Ende erreicht für den heutigen Abend. Wie gesagt, eventuell morgen Abend am Start, selber mit dem Stream in der Quali für die WES, für das WES-Rennen am Samstag, jetzt kommend, übermorgen ergo. Oder ansonsten könnt ihr die Situation auf jeden Fall bei Mirko, bei unserem Smods verfolgen. Ich würde dann aber dementsprechend morgen Abend, gesetzter Fall, ich bin selber nicht live, würde ich den Link im Discord mit publizieren, den würde ich rausgeben, dass ihr dann, wenn ihr Bock habt, bei Mirko das Auto verfolgen könnt. Und ich bin auf jeden Fall bei Mirko mit den Boys, also das kriegen wir hin. Ansonsten, wenn wir uns morgen nicht sehen sollten oder hören sollten, dann kommt auf jeden Fall gut ins Wochenende rein. Vielen, vielen Dank nochmal an die Partner und Sponsoren der Hovesim Racing. Natürlich auch fettes Messi an die Hovesim Racing himself, keine Frage. Und kommt nachher gut zu liegen. Fettes Messi für die Follower.